Mächte des Sud. Wer es wagt, dich zu stören? Ibims, der Rumgucker, und ich habe eine Menge Leute mitgebracht, die es nicht erwarten können zu sehen, was für ein munterer Zeitgenosse du bist. Hi und damit willkommen zu der Geheimbund 8 Rücke zum Verlorenen Königreich. Das vorerst leider letzte Spiel aus dieser Serie, aber nun, wir können uns immer noch drauf freuen, ne? Also, lass mal gucken, was hier abgeht. Spielen. So, es gibt einen Hauptgewinn, es gibt natürlich ein Bonuskapitel, selbstverfreilich. Also, mal gucken, was es hier gibt. Wir spielen auf leicht, immer. Sarah, it's Julie. I hope my message reaches you. You've proved that you truly care about the buried kingdom, and we need you now more than ever. Our world faces a great threat, and we need your help to prevent a tragedy. Make sure to bring the jewel I gave you last time. I'll explain more once you arrive. Sail to these coordinates. It will be far out to sea, but I have a plan for returning you to the buried kingdom. Hmm. Ich stehe offenbar vor einem neuen Abenteuer. Ach ja, die Sarah, die hat schon was, ne? Die Druckwelle hat das Boot beschädigt. Wie gelange ich jetzt zum Eingang? Hm, schwimmen? Weiß ich nicht. So, was möchten wir denn? Nee, wir nehmen Spezial. Alle brauchen wir nicht, aber Spezial schon. Das Symbol in der linken unteren Ecke zeigt an... Oh, oh nein, wir haben wieder Sammelstücke. Oh nein. Wo? In der linken... Ach, in der linken unteren Ecke, genau. In der linken... Außerdem Wandelobjekte. Was ist das da? Genau. Oh nein. Oh, das wird wieder ganz furchtbar. Ja, freut euch schon mal auf... Wo ist das Sammelobjekt? La 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 la. Was ist jetzt? Und wir haben direkt die erste Geschichte. Wir According to legend, centuries ago, dragons roamed the landscape of the Lost Kingdom. These fearsome creatures possessed unbelievable powers, but lived in perfect harmony with the human population. Das kommt mir sehr vertraut vor hier. Haben wir die Geschichte nicht schon mal gesehen? An ancient tribe of dragon riders tamed the beasts. But a tidal wave swallowed a piece of the land, now remembered as the Buried Kingdom. It sank to the depths of the ocean, taking the dragons down with it. Das haben wir schon gesehen. Das haben wir alles schon gesehen, das haben wir alles schon gemacht. Over the centuries, adventurers have told stories of a sunken paradise. Huh. Its uniquely evolved flora and fauna adapted to exceptional condition. Ja. Hm. Okay. Gut, das brauchten wir, um das hier mitzunehmen. Nein, um das da mitzunehmen. Das haben wir alles schon gesehen, ne? Das war in, boah, ich weiß nicht mehr welchem Teil. Aber ja, das haben wir alles schon mitgekriegt. Das nehme ich mit, was auch immer das ist. Und hier braucht es natürlich eine Kurbel. So, ist hier irgendwas drin? Sägewerkzeug, Katsching. Fotos, natürlich. Oh. Dass die Fotos wegen... Stimmt, Julie hat mir ja da unten gelassen, ne? Die Guteste, die... Ach, hier, guck mal, die beiden. Und die beiden erstmal. Oh. Julie verblieb im versunkenen Königreich, um dessen Tierwelt zu studieren. Die Mutter aller Drachen hielt das Gleichgewicht zwischen Frieden und Chaos aufrecht. Echt? Doi, mein Lieblingsdrache im Königreich. Ja, der war so witzig. Oh, was haben wir da? Und hier haben wir auch noch was. Sieh an. Ist ja doch noch was Nützliches da drin. Eine Speisnagel und eine Zange. Und das ist offensichtlich... Was? Repariere das Funkgerät. Ja, es ist wohl kaputt. Ich muss hinter das Gehäuse gucken. Genau. Elektrische Spannung und erstmal mit einem Metallgegenstand da drin rumfummeln. Ne? Natürlich. Nee, aber das funktioniert nicht. Einfach nur so. Geht auch. 165,2. Die Stimme am Nachmittag. We've opened an entrance for you to the Buried Kingdom. Just sail towards it. Hm. Ach, das ist sie. Das ist Julie, ne? Hi, wer bist du denn? Finde den Eingang. Möchtest du mir nicht helfen, die Windkurbel zu finden? Ja, was haben wir denn da? So, das können wir öffnen. Ich kann das aber nur öffnen, wenn ich einen Riegel verbiege. Jetzt kann ich es öffnen. Jawohl. So. Da mal nichts hier runter da.
wollte und deshalb sind wir hier. Das erste Wimmelbild. Yay! Du kannst auch Paare kombinieren, anstatt eines Wimmelbild-Rätsels zu spielen. Wähle die Kacheln auf, die ausgedeckt werden sollen und drücke irgendwo, um fortzufahren. Nö, das kriegen wir schon so hin. Papierschiffchen, Taschenlampe und Seglermütze. Okay, Seglermütze, Papierschiffchen, Taschenlampe. Irgendwas können wir hier noch machen. Was ist das? Mist, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Karte. Das ist die Karte. Das ist der Pfotenabdruck auf der Karte. Aha. Da haben wir eine Taschenlampe und was? Papierschiffchen. Ja, da unten. Flachmann, Haarbüsse. Okay, was ist denn hier so auffälliges? Schlüssel. Und mit dem Schlüssel komme ich da oben ran. Und hier komme ich an die Kurbel ran. Hey, hey, hey. Wir haben sie. Wir können eigentlich schon zurückkehren, ne? Nein, das geht nicht. Flachmann, Haarbürste und Megaphone. Flachmann habe... Ja, ich weiß, ich soll auf dich draufdrücken, aber das ist Megaphon. Haarbürste und der Flachmann ist... Naja, hier. Und ein Krokodil sollen wir auch noch finden, bevor wir die anderen Sachen erstmal aufdecken. Ein Krokodil, da haben wir es ja. Okay, was wolltest du? Du möchtest einen Anker feilen. Sehr schön, das ist sehr freundlich von dir. So, was noch? Nix, 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 da ist noch irgendwas. Das sieht nicht so unlecker aus. Etwas Saures würde den Zweck erfüllen. Wie jetzt? Achso, ja, okay, die Perle, wunderbar. So, hier haben wir eine Schlüssel, aber wir brauchen ein zweites Teil. So, da sind sie. Objekt gefunden, Windenkurbel. Was, und keine Achievements? Och, ich bin enttäuscht. Okay, so, hier. Zack, 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 zack. Drehen. Nicht drehen, doch drehen. Jetzt kann ich zu Jules Portal segeln. Und plötzlich springt der Fernseher auch wieder an. Na, guck mal. Was? Was soll ich denn? Aufgaben? Nee. Steht irgendwo, was ich machen soll? Wahrscheinlich einfach nur irgendwelchen Sachen ausweichen, ne? Da, hier, Info. Das möchte ich. Steuere das Boot durch die Hindernisse. Natürlich. Okay. So, okay. Ja, geht. Wir sind glücklicherweise nicht zu schnell unterwegs. Ja. Knapp, aber hat funktioniert. Das verlangt nach voller Konzentration. Nach absoluter Konzentration. Ich kann überspringen, wenn ich das möchte. Möchte ich das? Nein. Wir ziehen das jetzt durch, ne? So. Oh, das war vielleicht nicht so klug. Doch jetzt. Ah, jetzt ja. Oh nein. Oh nein. So. Oh ja. Wir sind da. Du kannst an einen anderen Ort gehen. Ist das wahr? Heller Geweiß. Ich bin sehr froh. Danke. Es gibt doch noch Achievements. Aber ist das klug? Ich möchte dorthin gehen. Okay, gut. Ja, das ist toll. Vielen Dank. Okay, ich gehe dahin. Ja. Das war ja easy. Und da sind wir. Hi, na? It's so good to see you, Sarah. Things have changed for the worse here, and we could use your help. Welcome back, Sarah. Do you remember me? I'm Princess Lillian. Hi. You saved not only my kingdom, but also my life. I know we can trust you. We've suffered a great loss as our mother Dragon passed away. Oh, nein. You know how crucial she was in keeping the order and balance of our kingdom. Since her passing, many unexplainable events have occurred. I fear that our kingdom is on the verge of collapse. I'll show you what has happened, but I need a new lens for the telescope. Hör mal, ich habe ja fast eine Viertelstunde gebraucht, um hierher zu kommen. Da habt ihr nicht nochmal eine neue Linse aufbringen können? Ach, Menno. Übrigens, falls ihr euch das fragt, kleine Sache am Rande, ich habe die Musik ausgestellt, ne? Weil ihr wisst schon, ich möchte keinen Ärger mit, ihr wisst schon wem. So, also, wir sollen erstmal Sachen sammeln. Sieh mal an, ne?
Genau, erstmal wieder die coolen Sachen zuerst. Sammelobjekte. Wen interessiert schon deren Königreich, wenn wir auch Sammelobjekte bekommen können? Das nehme ich mit. So, wo ist das andere? Wo ist das? Was ist das? Ist das das? Ein Wandelobjekt, ja. Morphing-Objekt. Okay, irgendwas, was die Form verändert. Schon gesehen? Im ersten Bild war es noch super einfach und schon im zweiten Bild fängt es an, näher zu werden. Okay, sehen wir uns hier um. Wir kommen sicherlich noch drauf. Das nehmen wir mit. Und was ist das? Königliche Warnung. Äußerste Vorsicht beim Umgang mit Drachen. Sie verhalten sich unvorhersehbar und können Gebäude in Brand setzen. Gehen Sie sofort in den nächstgelegenen Schutzraum. Was? Was soll das denn? Die waren total nett, die waren total super. Dieses Denkmal erinnert an den großen Kampf und daran, dass die Herrscher, dass der Herrscher die Aufgabe hat, das versunkene Königreich zu schützen, koste es, was es wolle. Gegen wen kämpfen sie? Weiß ich nicht, aber vielleicht können wir den Stein kaputt machen mit irgendwas. Schwanz des Skorpions, da möchte ich gar nicht drüber nachdenken. So, was haben wir denn hier? Der Mechanismus ist mit der Glocke verbunden. Dann glocken wir mal. Ich wette, diese Glocke ist sehr laut. Ja, dann do it. Do it. Do it. Er tut's nicht. Hm, da ist das da. Ich hab's gesehen. Da, da. Wir kriegen euch alle. So, hi. Hm, sie weiß viel über das, über die Geschichte. Aber da kommen wir nicht ran. Hier kommen wir ran. Erst die Flecken abwischen, damit ich überprüfen kann, ob diese Linse zerbrochen ist. Und da kommt noch ein Gartenzwerg rein. Mit dem Schal. Natürlich. Okay, so. Ich werde die Niete einfach mit dem Werkzeug entfernen. Die kann man einfach aufschrauben. Mach's doch nicht so kompliziert. Oh, okay, gut. Hier habt ihr die Linse. Bisschen improvisiert, aber hey. Geht schon. Oh, warte mal, du kommst da rein. Mhm. Ich weiß Bescheid. So, also jetzt sollten wir hier auch rankommen. Ne? Oh, das ist ja schrecklich. Die Linse ist zerbrochen. Aber da passt diese Linse wunderbar hinein. Die Mutter Dragon hat Frieden in unserem Königreich gehalten. So in ihrer Absenz, alle Dragonkind begannen mit Hostilität. Ja, da ist ein Drache. Aber wir müssen erst scharf stellen, ne? Drache. Moreover, Skeletons have been lurking around the Skull Cave, which is Nazul's final resting place. Hm. Nazul was a powerful shaman who is said to raise the dead. Die Totenköpfe ist near that cave. She's experienced these odd sightings up close. Ach, je. Even Nazul's tower, which is on the far border of our kingdom, began shining green. Das ist niemals was Gutes, aber ich bekomme, oh, hier. Ich bekomme aber voll Herr der Ringe Flashbacks. We need a plan to protect the palace gates from these evil creatures. That will give us time to figure out what's causing this chaos. Hm. Ja, okay. Aber wäre es nicht... Ja, okay. Ja, ist gut. Katsching. Sie kommen. Jo. Bäh, was war das denn? Glück gehabt. Ich habe den Sturz überlebt. Eher nicht so, ne? Aber er war doch schon vorher tot. Interessiert ihn das überhaupt? Neue Aufgabe, kehre zum Thronsaal zurück. Und wir haben ein... Was? Ein Sammlerstück. Natürlich. Da ist es. Wunderbar. Kein Puzzleobjekt, kein, nee, wie das andere, Morphing-Objekt, wohlgemerkt. Zerbrochene Waffe. Oh. Okay, ich höre auf, Lärm zu machen. Die Soldaten sind versteinert. Gegen wen kämpfen sie? Kämpften, wohlgemerkt. Ich brauche ein dünnes Werkzeug, um diesen seltenen Pilz zu sammeln. Du könntest auf einfach erstmal die Halskette mitnehmen. Das nehmen wir mit. 1 von 8. Oh nein. Okay. Wir bauen ihn hier auseinander. Ganz cool. Ist das so gut? Nee. Warte. Warte, warte, warte. 6 von 8. Dich können wir nicht mitnehmen. Okay. 7 von 8. Hä? Okay. Leuchtet noch irgendwas? Das ist wahrscheinlich Nummer 8 von 8, ne? Nö. Ach, warte mal. Der... Hey, vielleicht? Nee, auch nicht. Okay. Warte mal. Moment. Nein. Es muss hier drin sein. Aha, da haben wir 8 von 8. Warum? Knochenhaufen.
Ja, da waren auch ein paar Stämme dabei, ein paar Äste. Na, die zählen irgendwie nicht so richtig. So, was haben wir denn noch? Der Vater aller Drachen muss grandios gewesen. Ach, das ist der Vater? Ach, wie schön. Ich hoffe, dass wir den auch kennenlernen. So, was ist das da? Ich werde alle Steine brauchen. Wo lege ich sie hinein? Oh, in den dreckigen Schal. Nö. Sein Auge. Ohne Licht kann ich nicht hineingreifen. Können wir den irgendwie befreien? Ich fände es gut, wenn wir den befreien könnten. So, und die sind versteinert. Lalala. Guck mal, da ist noch so ein Dings. Nee. Wenn ich rausfinde, wie ich an dieser Kette hochklettern kann, gelange ich zurück zum Thronsaal. Zurückgehen können wir aber nicht. Kann ich denn damit irgendwo dran rumprokeln? Nö, geht nicht. So, was machen wir stattdessen? Wenn ich etwas Schweres befestige, wird sich das Drachenmaul öffnen. Ja, dafür brauchen wir die Steine, ne? Nee, so aber nicht. Auch nicht. Und der Knochenhaufen auch nicht. Nee, leider nicht. So, der Zahn ist locker. Ich kann ihn aber nicht mit der Hand rausziehen. Warum willst du ihn verunstalten? Jawohl, aber die winzige Zange, die hilft. Scharfer Zahn. Ups, Entschuldigung, musste niesen. So, was können wir denn mit dem scharfen Zahn anfangen? Können wir da drin rumprokeln? Auch nicht. Können wir dir sonst noch irgendwas abnehmen? Ja, ich weiß, du bist ganz aufgeregt, ne? So, nix. Da ist noch irgendwas. Ein paar Fußtritte. Ah, okay. Das ist nicht ganz unclever. Sehr gut. Und jetzt komme ich da dran. Ich komme nicht daran. Aber mit der Axt. Super. Juhu, Objekt gefunden. Hebel. Natürlich. So komme ich zum Thronsaal zurück. Kann ich mit dem Hebel denn irgendwas machen? Zum Beispiel diesen Postkasten hier? Ja, ist schon gut. Diesen Postkasten hier öffnen? Das wird aber nichts. Okay, keine Zeit zu verlieren. Na gut. Oh, hi. Ach, hey Jungs. Na, alles klar? Ich werde sie mit Lärm ablenken, damit sie mich nicht bemerken. Ratet, was wir jetzt tun? Oh, die Glocke ist sehr laut. Nein, das wird nichts. Okay, jetzt aber. Okay, sie reagieren also auf Lärm. Was? Das ist doch Slapstick hier. Das ist Slapstick, sorry. Nein, das geht nicht. Lenke die Skelette ab. Nein, das geht gar nicht. Nee, ernsthaft, das kannst du nicht machen. So, das nehmen wir mit und das da auch. Und bei dem weiß ich zufällig, dass der Gartenzwerg dir hereingehört. Ja, yeah. Da kommt direkt was Neues rein und da auch. Was ist denn das? Ein Zauberspiegel. Nicht schlecht, nicht schlecht. Skelettsiegel, lalala. Okay, gut. Können wir jetzt, hier kommen wir jetzt dran. Na, neue Bildchen. Öffne die Geheimtür und folge der Straße. Sie führt zu meinem Haus. Pass gut auf. Ist das so schlau, das hier rumliegen zu lassen? Ich weiß ja nicht. Ich brauche ein größeres Siegel, damit ich das ganze Bild sehe. So. Okay, und jetzt einfach zusammenstellen, ne? Sehe ich das richtig? Einfach durch anklicken. Oh. Nee, so. Das ist aber nicht ganz richtig, gell? Ich würde es eher. Ach, natürlich ist es gespiegelt. So. Okay. Die noch ein Stückchen weiter nach vorne. So und so. Yay! Schlauer Pfadfinder. Geheim gefunden. Ja. Okay. War jetzt nicht so schwierig, aber hey. Irgendwas leuchtet da noch, ne? Sie werden mich nicht mehr stören. Und ich komme auf das Schlachtfeld immer noch zurück. Die Straße. Oh, wie schön. Wie schick sie das gefunden, gebaut haben, ne? Was? Was ist jetzt? Nein! Geh weg!
Das ist einer von den bösen Drachen, ne? Oder? I'm so glad you're safe. I'm sorry we couldn't help you, but those creatures chased us away and we barely escaped. Even though Droy is one of the few tame dragons, he's still affected by the mother dragon death. A calming potion. Then he'll surely recognize you. Could you mix one while I stay with him? I suppose you've seen the book that lists the ingredients. Ja, das ist Droy. Oh, der ist aber groß geworden. Guck mal, ist ja der Hammer. Okay, ich muss schnell den Trank vorbereiten. Natürlich, zubereiten. Nee, wir müssen hier eigentlich ganz andere Sachen machen. Wir müssen nämlich sowas finden hier. Und hat sich da nicht eben was bewegt? Was haben wir denn da? Dich nehmen wir erstmal mit. Hier kann ich, ist das nicht ein kleines bisschen albern? Hier so. Jetzt nur noch anzünden. Wir haben Feuer direkt dort. Warum? Okay. Hi. Wer bist du denn? Etwas Scharfes könnte es leicht durchschneiden. Dann machen wir das doch mal. Jo. Also, ein Messer macht aber keine solchen Sägeräusche. Ist egal. Hey, wer bist du denn? Wir würden sicherlich Freunde, wenn ich hier einen Leckerbissen für ihn hätte. Das nehme ich auch mit. Und das da hinten ist nichts, was wir brauchen. Okay. So, lass mal gucken. Ich muss Droy beruhigen. Allerdings. Wo ist das Sammlungsobjekt? Das Morphing-Objekt. Nee, doch, ja, am Wandelobjekt. Wo ist es? Das sieht verdächtig aus. Ist es aber nicht. Da ist es auch nicht. Da ist es. Yeah. Gut. Es ist so hoch. Ich komme nicht da heran. Was kann ich denn mit dem Stab machen? Wenn ich etwas um den Stock wickle, genau, kann ich eine Fackel draus machen. Das, den dreckigen Schal. Genau. So, und den kann ich jetzt hier anzünden. Ohne Öl ist das nur ein sehr kurzes Vergnügen. Ja, Fackel. Okay. Und damit zünde ich hier mein mega Osterfeuer an. Hey! Jetzt kann ich hier was kochen. Mit einer improvisierten Pfanne kann ich sogar. Genau. Okay, brauchen wir nicht erstmal ein Rezept oder sowas? Ich würde wetten, wir brauchen ein Rezept Mondlinie und Fackel. Ich könnte ihn hier... Nee, kann ich nicht. Okay, aber da war doch irgendwo unten etwas von wegen. Hier ist es so dunkel, ne? Hier, da, ins Auge. Pieks ins Auge. Na, siehste. Das nehme ich mit. Das ist nicht lecker. Kristallschlüssel. Oh, warte mal. Erstmal könnte ich hier die... Kann ich nicht? Stell doch hier mal den Eimer ab. Wieso kann ich in dem Eimer die Steine nicht transportieren? Ist ja blöd. Wo lege ich sie nur hinein? Ja, in den Eimer. Muss ich den erst daran... ich muss ihn erst daran festbinden. Dann geht das auch mit den Steinen. Ja, cool. So. Na, wie praktisch. Ein Schild. Den hat es gefressen. Einen Schild. Was machen wir denn mit einem Schild? Mit dir wohl nichts, ne? Etwas Dünnes haben wir irgendwie auch noch nicht so wirklich. Nö. Okay, ich komme wieder. Bleib schön hier. So, was gibt's hier noch? Hier gibt es gar nichts. Gut, also mit dem Schild. Das können wir als Pfanne verwenden. Siehste? Und die leuchtet auch gerade. Ist heiß, heiß, Baby. So, und das Buch können wir jetzt auch öffnen. Na, siehste. Yay! Was für ein cooles Buch. Oh, Mensch. Dieses Buch hat nur einen einzigen Zweck. Das hier. So wird das Beruhigungsmittel zubereitet. Gebe beide Pflanzen hinzu, aber achte, dass die Traumpilze von dem Auspressen gekocht werden müssen. Natürlich, sehr gerne. Das heißt, wir brauchen auch noch Wasser oder reicht rösten. Das nehmen wir mit. So, und dich packen wir nicht da rein. Nein, packen wir nicht da rein. Wieso nicht? Weil ich die vorher noch pressen muss. Okay, gut, ich presse. So, wir gehen hier rein und da ist einer der Traumpilze. Na, du kleines Ding, nicht dran schnüffeln.
So, aber... Irgendwo? Nee, nicht so, ne? Nichts geschieht. Wunderbar. Okay. Nee, die Pilze muss ich auch vorher noch kochen. Okay. Ja, ist ja schon gut. Ja. So, zack. Fump. Der ist nicht gekocht. Und der ist glühend heiß, wenn du ihn da darunter nimmst. Ah, nein. Wo finde ich denn eine Presse? Hey, wo finde ich eine Presse? Hast du eine? Sie kümmert sich fürsorglich um Dreu. Na schön. Du möchtest einen Leckerbissen haben, ne? Was hättest du denn gern für einen Leckerbissen? Guck mal, was ich da Feines habe. Nö. Scharfer Zahn. Katsching. Auch nicht. Nein. Okay. Wofür kann ich das Klettsiegel besorgen? Ich würde darauf wetten, dass es hier unten irgendwo nützlich wird, ne? Nix. Leider nix. Leider so gar nix. Na. Oh. Na schön. Tja, aber was machen wir jetzt? Das hier ist durch, ne? Und hier. Da oben kommen wir nicht dran. Es ist zu hoch. Du leuchtest aufgeregt, aber ich weiß noch nicht. Nee. Ich werde die Zutaten auspressen. Ja, aber du lässt sie mich ja hier nicht drauflegen. Weil ich sie erst öffnen muss. Natürlich. So. Katsching. Und da haben wir den Beruhigungstrank. Hey, so treu. Guck mal, ich bin's. Ibims. Do you remember me now, Joy? Oh, du hast Joy beruhigt, ich weiß. Ist das nicht aufregend? Oh. Ein bisschen, er wird jetzt sicherlich sicher sein, weil er sich an mich erinnert. Oh ja, der ist so knuffig. Der ist, okay, wir gehen in Julies Haus, ne? Du, wir gehen da mal eben rein. Wir gucken mal, was du so alles da hast und räumen dir den Kühlschrank leer. The Mother Dragon kept Nuzul's evil power at bay. Now that she's gone, his soul is controlling both the dragons and restless spirits. I believe that restoring and returning Nuzul's artifact, the Scorpion Staff, to his tomb, shall stop all this chaos. I asked Julie to find and assemble its pieces, but she said she can't do it without the piece you have. Please, you must complete the Scorpion Staff. Kann ich dir nicht einfach das Missing Piece geben und du machst das und ich hau hier ab? Oder zieh mir nochmal ein Espresso oder so? 21. September 2016. Was? 19? Okay. Mit Sarahs Hilfe haben wir Mutter aller Drachen aus der Gefangenschaft befreit. Ja, das war so cool. 27. März 2019. Der Skorpionstab gehört Nizgul, einem Schamanen. Er lebte vor Jahrzehnten hier. Dafür, dass das Jahrzehnte her ist, ist er aber, sieht er aber schon ganz schön lange tot aus. Was hat sie jetzt da freigelegt? Was ist denn das? Hier fehlt noch etwas in der Mitte. Habe ich. Was? Was soll ich tun? Finde die Fragmente des Symbols in der Mitte und male sie mit der passenden Farbe bunt. Okay, ja, das kennt man auch schon, ne? Also rot. Rot ist das und Lilla ist du. Yeah. Lilla ist der Schwan. Grün ist ja das hier. Und Rot haben wir die Schwanenhaube. Katsching. Lilla. Ist das mit dem Angelhaken dran? Ne, jetzt sind es sogar zwei Teile, ne? Das und das. Rot ist der Haken
Und grün ist das hier. Noch einer, meine Güte. Also, das hier ist rot und ja, ich möchte rot behalten, wenn es keine Umstände macht. Rot ist außerdem dies hier. Lila. Der da. Und lila ist der hier. Und grün ist dann das Dingelchen in der Mitte. Yay! Und weg ist er. Und dann wird gewimmelt. Nee. Wir finden jetzt erstmal die anderen Teile. Das da und... Hey, alles klar? Oh, wow. Und das da. Okay, haben wir. Jetzt hast du eine schöne Aussicht, ne? Da können wir noch was mit machen. Warte mal. Hihi. Ich komme nicht an das Emblem heran, aber ich weiß, dass Julie herausgefunden hat, wie der Stab funktioniert. In einigen Quellen heißt es, dass er sogar Menschen versteinern kann. Ist das das, was wir unten in der Höhle gesehen haben? Nun, nichts wie rein. So, Sorpionskristalle. Sollen wir 12 Stück finden? Okay, eine Kelle. So, das sind Kristallteile. Okay. Da und hier und dort. 7 von 12. Mhm. Kaboom. Da haben wir noch was. Was? Hier brauche ich irgendwas zum Rausziehen. Was haben wir hier drin? Aha, ein größeres Teil. Das zählt für 2. Hey. Und hier eine kurze Anleitung. Skorpionstab. Bauanleitung. Na klar. So, was haben wir hier? Da ist auch noch einer drin. Und 10 von 12, wenn ich eine Kelle nehme. Eine Kelle. Wo ist denn hier eine Kerbe? Gib mir die Kelle. Atlas, der den Globus trägt. Natürlich. So, hier oben. Hier. Nee. Es muss ja. Da ist noch ein Teilchen drin. Okay. Ich könnte eine Kelle. Komm, da kannst du auch so reinfassen. Aber wo ist denn hier eine Kelle? Ach, da ist eine Kelle. Ja. Oh, warte. Achso, ziehen und dann darin. So, so läuft das. Jawohl. Zack. Juhu. Schneller als das Licht. Löse ein Wimmelpuzzle in 90 Sekunden. Na, Mensch. Okay, so. Was noch? Hier ist nichts weiter. Sie siniert, guckt nur sinnierend aus dem Fenster, während ich hier voll beschäftigt bin. Ey, was ist das? Ein Stuhlbein? Nee, eine Häkelnadel. Ah ja. Und ein paar Hälften, die hier verbunden werden müssen. Okay. Sag mal, reicht die Häkelnadel, um hier oben dran zu kommen? Tatsächlich. Das kleine Stück, ernsthaft? Yay. So, Teil Nummer 1 haben wir schon mal. Kann ich das einsetzen? Natürlich, das geht. Ausgezeichnet. Aber ich brauche noch das zweite Teil. Wo ist die andere Hälfte? Weiß ich nicht. Die Leiter nehmen wir mit. Mehr scheint hier... Oh, da liegt noch irgendwas. Das haben wir schon gelesen. So, was noch? I heard what oh. Princess Lillian said. Droy can take us to the Skull Cave. Hmm. I've started weaving a basket that he can carry us in. But I'll need your help assembling it. Natürlich. Ja, kein Ding. Oh, ich würde so gerne mit dem so ein bisschen... Weiß ich nicht, der ist cool. Der ist groß geworden und so. So, da kommen wir jetzt dran. Und was ist das? Erstmal das Zeug da weg. Okay. Was haben wir denn hier? Infos. Ordne die Teile so an, damit sie ein Loch bilden, durch das du den Gegenstand herausnehmen kannst. Ja. Mhm. Okay. Na gut, irgendwo muss man anfangen. Warum denn eigentlich nicht hier? So, zack. So, dann haben wir das schon mal. Damit haben wir dich am Start. So. Damit haben wir... Nee, warte, so rum. Okay. Kaching. Achievement. Kein Achievement. Ich bin enttäuscht. Ah, na gut. Wir gehen nochmal rein. Hier. So. Und? Was haben wir da? Einen schicken Hut? Eine Karte? Nein. Der Skorpionstab ist ein mächtiges Artefakt. Es kann Nilgules ruheloses Herz besänftigen. Ich habe dieses Wort nicht verstanden, aber Prinzessin Lillian hat es für mich übersetzt. Das hier? Okay.
Oh, guck mal. Für immer beste Freunde, Sarah und Julie. Oh. Aber da ist doch noch mehr, ne? Guck mal. Wir finden was Buntes. Ein Igelobst und ein Klemmring und ein Reben. Igelobst, das ist doch bestimmt für dich gedacht, ne? Natürlich. Was hast du da versteckt? Ich weiß genau, dass du. Oh, den Igel nehmen wir mit. Was? Wir nehmen den Igel mit? Warum das denn? Warum müssen wir den armen Igel mitnehmen? Skorpionklaue. Was hast du da? Wo kann ich den Korb. Womit kann ich den Korb an Droll befestigen? Ach, da haben wir ja was dabei. Nee, nichts geschieht. Nichts geschieht, natürlich. Cool. Oh. So, Klemmring Igel. Hatten wir hier, also hier nicht, aber hier hatten wir hier noch irgendwas offen, bevor ich jetzt abhaue. Das sieht nicht so aus. Bist du jetzt endlich tot? Ja, die Augen leuchten nicht mehr, ne? Dann können wir, glaube ich, davon ausgehen, dass der wirklich sehr tot ist. Aber du bist nicht sehr tot. Bei dir leuchten die Augen noch grün. Möchtest du mit? Oh, nö, Taxi ist schon voll. So, hier so. Okay, was können wir hier noch machen? Du, sie macht sich große Sorgen über die Zukunft ihres Königreichs. Wer macht das nicht? Ach so, warte mal hier, guck mal, wir können ihn zusammensetzen, ne? Ja. Aha. Sicher, natürlich. Okay, du kommst da. Ich brauche eine Stücke, damit ich sie einsetzen kann. Okay, Amber. Das macht er. Gut. Jetzt kommt er hier ran. Du hast den Skorpionstab wiederhergestellt. Ich weiß. So, hey du, wir können los. Denn nicht. Okay, so mehr haben wir hier aber, glaube ich. Nee, mehr scheinen wir nicht zu haben. Du, ich habe den Skorpionstab wiederhergestellt. Kann ich jetzt den Korb an Droll befestigen? Nee. Nichts geschieht. Ich muss. Was? Ich muss erst den Korb befestigen, ehe ich den Ballast abschneiden kann. Es handelt sich um einen Drachen, nicht um einen Heißluftballon. Da braucht man keinen Ballast. So. Aha. So, also. Und jetzt, Katsching. Sollten wir ihr nochmal Bescheid sagen? Ach, was soll's. Die macht sich ja mehr Sorgen um das Königreich. Droll, du bist so eine coole Socke. Bereite Droll auf den Flug vor. Wie stellst du dir das vor? Jo, Droll, go! Go, 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 go! Wird nix. Sie ist weg, ja, okay. Sie steht hier vor der Hütte, hat aber nichts weiter zu sagen. Friedhof. Oh. Das war ja mal eine mega sinnlose Aktion. Was war das denn für ein Unsinn? These gems must bring the dead back to life. I didn't believe they could until now. Whoever placed these resurrection gems, they're the one behind the chaos. Ja, wir haben unseren eigentlichen Gegenspieler ja noch nicht kennengelernt, ne? Wir wissen noch nicht, wer das ist. So, wir sollen erstmal Sachen finden, ne? Wie das hier und da ist ne, da hat was gezuckt. Ich habe es genau gesehen. Los, zuck zurück. Da. Yeah. So. Aber wir müssen noch was finden. Das Sammlerstück. Das Sammlerstück, das waren bisher immer Puzzleteile, ne? Ich kann den Deckel nicht anheben, aber vielleicht kann ich ihn schieben. Ich muss ihn nur etwas rutschig machen. Und hier haben wir, hier fehlt ein Stück. Und es wird auch angezeigt, welches Stück. Ihm fehlt auch ein Stück, ihm fehlt nichts. Doch, Griffe, Verzierung. Okay. Oh, warte mal, hier ist noch was drin. Das Taschentuch, ja. Ah, hier fehlen die Juwelen. Zu blöd.
Und in dem Grab? Was für ein Zufall. Und eine Nachricht, die nach der langen Zeit noch nicht verblasst ist. Nesuls Herrschaft über Leben und Tod weckt überall auf der Welt Begeisterung. Was? Wieso das denn? Jetzt wird er die Unterstützung von uns, seinen Soldaten, brauchen, damit er seine Liebste finden kann. Er war lange von ihr getrennt. Okay, klar, wieso nicht? Mit welchem Werkzeug kann ich diese Stücke abbrechen? Nun, weiß ich nicht. Aber hier ist schon mal etwas, was nicht funktioniert. Die Spirale des Korkenziehers muss ersetzt werden. Es ist einfach nur... Egal, was soll's. Finden wir erstmal das Sammlerstück, ne? So, was ist das Sammlerstück? Das ist es. Was war das? Oh shit, ich habe nicht aufgepasst. Ah, na gut. So, hey Igel, was geht? The fragment in this energy field is from a piece of royal jewelry that has belonged to my family for decades. Help me return this to where it belongs. We'll need it to complete the staff. Mhm. Okay. Natürlich, sehr gerne. Sehe ich das richtig, dass wir hier die ganze Arbeit machen? Ja, ne? So, okay, mehr brauchen wir hier nicht finden. Was ist denn das? Verdächtig, ich müsste das Öl hier aufsaugen. Und mit dem Öl können wir draußen den, ja genau, öliger Putzlappen. Ah, vielleicht klappt es mit einer Art Magnet. Und wir gehen gleich mal nach draußen, ne? Aber erstmal, hey. Ich muss Julie helfen. Natürlich, mit ein wenig Öl, okay. Wir behalten den Lappen jetzt doch. Wir nicht. Doch. Gut. Dem Mechanismus fehlt ein Stück. Alles kaputt. Es ist alles beim Alten. Ne? Alles ist kaputt. Ah, hier, das nehme ich mit. Sehr gerne. Ein Schraubendreher, der hier rumliegt. Okay, gut. Was willst du denn? Steht da? Oh, gib dem Zauberer seinen Stab. Der Großzauberer findet keine Ruhe, weil sein Zauberstab abhanden gekommen ist. Ja. Die Inschrift auf der Tür verrät mir, was ich ihm bringen muss. Es ist ein kleines bisschen eklig. Und jetzt? Yeah. Wimmeln! Juhu. Das ist eins von diesen Dingern mit... Wir suchen Getöse. Man weiß es nicht genau, aber wir suchen Getöse. So, ich klicke einfach wild auf alles, was halt eben aussieht, als würde es nicht so wirklich unter dir dazu... Was? Der Zauberstab verleiht der Person, die ihn besitzt, noch mehr Macht. Aber irgendwas, was nicht so wirklich dazu zu gehören scheint, ne? Da klicke ich einfach wild drauf rum. Ich habe festgestellt, dass bei solchen Teilspielen hier, dass die beste Variante ist. So, was noch? Achso, das kennen wir schon. Perfekt. Nee. Irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt, um zu gucken, okay, wir brauchen noch so ein blaues Dings. Da ist auch noch was drin. Wir brauchen noch so ein blaues Dings und den Unterkiefer und der liegt doch hier. Ja, also nur noch das blaue Dings, ne? Dieser Stern. Da. Aha. Was daraus was werden wird? Na? Hui! Löse drei Wimmelbildrätsel, ohne einen Hinweis zu verwenden. Ja, ach nein, das braucht auch kein Mensch. Ah, ach, warte mal hier, wo wir schon mal hier sind. Das klappt. Reicht schon, ich sehe schon, worum es geht. Ja, nee, ich habe vielleicht doch nicht alles gesehen. Zerbrochene Schraubendreher. Mein kleiner Freund passt hier hinein. Ich kann es aufschlagen. Okay. Mit was? Damit. Nee. Mit dem Skorpion. Nee. Mit dem zerbrochenen Stab. Auch nicht. Mit dem Igel. Auch nicht. Ach Mann. Mein kleiner Freund passt hier hinein. Juhu! Ich danke dir. Du bist frei, du bist frei. Ist alles gut. Magst hier bleiben? Ist es okay? Ja, er findet hier genug Krabbeladen, ne? Dass er sich daran... Ja, das passt schon. So, aber was soll ich denn hier machen? Ah, ein Werkzeug basteln. Okay. Kommen wir damit denn daran? So geht's. Wie gut. Wie noch guter. Okay. So, weiter. Wo war denn das noch hier drüben? War da, ja, hier war das mit dem Zahnrad. Okay.
Was reicht immer noch nicht? Warum nicht? Doch, halt, nicht so schnell. Das nehme ich mit. Okay. Ein Auge. Da haben wir noch gar nicht nachgesehen, ne? Sieht verdächtig aus. Das Energieschild muss ausgeschaltet werden, damit ich das Fragment herausnehmen kann. Meinst du? Okay, und hier haben wir übrigens ein Monopol. Mhm, sehr gut, vielen Dank. Und dann geben wir diesem reizenden Herrn hier erstmal seinen Zauberstab zurück, ne? Jo. Oh, danke für was? Ich hätte Nesuls Rebellion niemals unterstützt. Der König wollte nicht, dass er das Königreich verlässt und hat ihn hier eingesperrt. Was? Das ist nicht so nett. So, die Augen nehme ich mal an, kommen hier dran, ne? Ja, es sind deine Augen. Sobald ich das Fragment habe, kann ich der Prinzessin helfen. Aber es ist eine gute Idee, das anzufassen. Ich meine, das würde hier ohne Grund hier eingesperrt gewesen sein, ne? Jetzt haben wir es getan. Okay, Juwelenfragment. Hier. Nicht hier? Was ist denn mit dir? Oh, ach so, so muss ich es machen. Gut, so. Nesul, deprived of his love, rallied his followers to dethrone the beloved king. Ja, davon hört sich. Nesul's army outnumbered the royal forces, and he almost reached the king. But he was protected by his loyal knights. Hast du noch was zu erzählen oder darf ich jetzt? Okay, also, wie soll ich sie einfärben? Alle weiß? Bewege alle Edelsteine zum äußeren Kreis. Ach so. Okay, zwei zur Seite drehen, zwei wieder zurück und dasselbe auch noch mit drei. Okay, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Es ist eine gerade Anzahl, also. So. Und dann drei in irgendeine Richtung und wieder 2, 2, 2, 2. As the king was about to lose the battle, dragons, led by the father dragon, emerged from their cave and turned the tide. Das ist ja schrecklich. Okay. Oh nein, nicht. Ich mag diese Rätsel nicht. Ich mag die wirklich nicht. 2. Ich mag die echt nicht. 2. Ich stelle mich. Oh. Nee, ich bin voll der Pro hier. Das ist also da jedes Mal. Also hallo. Aber hier kommt noch irgendwas ran, ne? Was möchtest du jetzt? Ich kann auf Reload drücken, aber. Hä? Was soll ich machen? Wähle die Edelsteine aus, um ihre Farbe zu ändern. Passe sie an, bis alle Edelsteine blau sind. Was? Also. Ja. Okay. Okay. Objekt gefunden. Kronenstück. Weiser Mann, löse 7 Minispiele. Echt? Das waren schon 7? Ernsthaft? Okay, okay. Das Kronenstück. Du hast ja die Hand immer noch aus. Es gibt kein Trinkgeld. Nee, kannst du voll vergessen. So, hier komme ich auch nicht ran. Da gehört etwas anderes als dieses Ding ran, ne? Da sind wir auch durch. Aber wir könnten jetzt. Hier, guck mal, ihr seid doch. Ja, genau. Geht's dir gut? Ist das okay? Ist das in Ordnung für dich, wenn. Ja, offensichtlich. Hat nichts dagegen. Okay, ist klar. Na denn. So. Kinder, passt auf, so macht man das. Du hast die Gruft des Nesul geöffnet. Ja, zu einfach. Es kommt mir zu einfach vor. Ich bin sicher, hier gibt es noch irgendwas. Oh, erstmal müssen wir das da finden. Ah ja, okay. Es sollte sich leicht herausnehmen lassen. Ja. Ich bin immer noch... Was? Ich habe kein Licht, um nachzusehen, was sich hier versteckt. Ja, ein Ei? Eichen? Es kommt mir zu einfach vor. Ich muss es herausholen. Solche Dinge sind niemals so einfach. Hier ist nichts.
Da haben wir das nehmen wir mit. Na du? Was? Machen die wirklich solche Geräusche? Also mal ganz im Ernst. Nee, ne? Das macht doch keine Eidechse, macht solche Geräusche, oder? Okay. Na, du rätselst auch, wie du die Eidechse befriedigen kannst, ne? Ja, genau. Während sie die Gruft untersucht, machen wir die ganze Arbeit. Okay. So. Ach, hier. Da, guck mal. So, und was liegt da drin? Ein Ei. Na? Eine Feder. Aber nicht irgendeine Feder, sondern die Feder. Leuchtender Juwel. Du bist es nicht, ne? Ach, hier. Das Ei. Nee, warte. War schon richtig, nur das war hier. Hast du nicht auf deine Eier aufgepasst, ne? Ganz toll. So. Okay, da ist dein Ei. Das hörte sich schon eher an. Also so wie... Kannst du noch mal? Nee, schade, jetzt nicht mehr. So, aber das Kronstück kommt da rein. Juhu! Damit hast du nicht gerechnet, ne? Was ist das? Hier gehört der Skorpionstab hin. Kein Thema. Es ist zu einfach. Choice. I had to choose both. The century-long captivity is surely softened Nizul, who will surely help us now that I brought back his staff. His power is our only chance to resurrect the Mother Dragon and save the kingdom. Dieses kleine Miststück. Das gibt's ja wohl nicht. Oh nein. Wie kann ich das rückgängig machen? Ja, allerdings, unbedingt. Oh, was ist denn das da? Ich kann es nicht erreichen. Mit einem gebogenen Gegenstand könnte das schon klappen. Gut, dann lass uns mal wimmeln. So, was soll ich. Hä? Was soll ich hier machen? Was stellst du dir vor? Es werde Licht. Okay. Ah, ich muss erstmal diese Dinge da unten finden. Ja, okay. Was hat uns das jetzt gebracht? Gar nichts. Doch, wir haben Riemen bekommen. Damit können wir das zusammenbinden. Cool. Damit bekommen wir den Hammer. Ja. Ich muss den Gang und in einem Gefäß für das Wasser finden. Okay, da haben wir ein Gefäß. Schüssel, soweit so gut. Und Hammer, können wir da nicht einfach draufhauen? Hier ist keine Vase in dieser Größe. Ich muss selbst eine Vase tippern. Was? Ich habe keine Ahnung, wie sowas geht. Okay. Aber wozu? Ich bin noch nicht ganz sicher, wozu ich das brauche. Ja. Was machen wir mit dem Hammer? Okay. Du kommst... Ach, das waren Feuersteine. Ach so. Ja, okay. Na gut. Ja, easy peasy. Hey, wir haben noch keine Vase. Kannst du voll vergessen. Ohne Vase funktioniert der Brunnen nicht. So, hier könnte ich Ton einfeuchten. Genau, das ist kein Ton. Der Stein scheint zerbrechlich zu sein. Ja. Und damit haben wir trockenen Ton. Somit haben wir nassen Ton. Und jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Vase? Nee, ne? Ernsthaft? Oh, guck mal, kennt ihr die? Harry Potter oder auch, warte mal, aus Birkenholz, ne? Aus intelligentem Birkenholz. Gefräßige Truhe, es ist tatsächlich so eine. Es ist die aus Terry Precious Sommer. Cool. Oh. Das ist bestimmt total gut. Hier haben wir schon mal ein Werkzeug. Das ist sehr gut. Was ist denn mit dir? Hi. Bist du auch kitzlig? Was? Tatsächlich. Was? Gefräßige Truhe. Kommst du da dran? Nee, das war nicht meine beste Idee. Nö. Aber gut. Aber gut. Mit einem kleinen spitzen Gegenstand. Kein Ding. Ein Ank. Natürlich.
So, was machen wir denn mit dir, Ank? Irgendwas können wir doch mit dir machen. Einen Haken draus basteln. Okay, stabiler Haken. Ja, hallo. Ich konnte ihn eben mit der bloßen Hand verbiegen. Jetzt ist er stabil. Kein Ding. Ich könnte etwas Schweres draufhängen. Habe ich gemacht. Was jetzt? Schaukeln? Tatsächlich. Ui. Upsi. Tut mir leid, Kiste. Tut mir echt leid. Guck mal, was die hier alles gesammelt hat. Nessus Geist bleibt mit dem Reich verbunden, solange noch ein Mitglied der königlichen Familie am Leben ist. Wie praktisch. Hier haben wir etwas Honig. Gut. Und sonst aber nur Scherben. Ach, das sollte ich besser wegräumen. Okay, ich komme zurück. Oh, was ist das da? Das hat ihn noch nicht entdeckt? Nicht dein Ernst. Oh. So, was haben wir denn hier? Folge dem Wesen. Welches Wesen? Da ist scheinbar noch jemand. Was macht er hier? Und wer bist du? Und warum guckst du so komisch? Das nehme ich immer mit, okay? Ich box mir nur aus. Ich muss das Gras zusammenbinden. Okay. Haben wir gerade nicht dabei. So, wir sollen das finden und wir sollen außerdem finden. Oh, da möchte ich gar nicht so gerne hin. Wo ist denn? Wo ist denn? Wo ist denn das Wandelobjekt? Hier ein Wandelgedings? Nein. Wo bist du? Wo versteckst du? Ja. Wo versteckst du dich? Oh, er ist noch jemand. Wo ist das Wandelgedings? Ich sehe es im Moment nicht. So, hier ist ein Seil. Das kann ich durchtrennen. Aber leider bin ich mein Trusty Messer losgeworden. Und hier, oh, hier haben wir wieder mehr Geschichte. Cool. Ein Auge und zwei Eier. Natürlich. Aber das leuchtende Juwel hilft nicht weiter. Nein, leider nicht. Ich gehe nicht weiter, ohne das Wandelobjekt gefunden zu haben. Wo ist es, auch wenn es inzwischen recht spät geworden ist? Wo ist das Wandelobjekt? Tja. Na, wir werden sicherlich, wir werden noch mal zurückkommen, ne? Ja. Oh, sieh mal. Und sieh mal hier, was es hier alles gibt. Warte mal, wo war das nochmal? Da ist es, da ist es. Ich hab's. Okay, alles klar, wir können gehen. Nee, halt, ich muss nochmal da ran, weil ich möchte hier nämlich einen Besen zusammen. Ja, einen Rührbesen sogar. Ist ja irre. Ich lege den zurück, reif zurück, nachdem ich ihn poliert habe. Boah, meinst du, das interessiert ihn? Meinst du? Ich habe diesen Turm durch das Fernrohr gesehen. Ist das wahr? So, das hier und hey, hier haben wir noch einen Mond. Und was ist da? Ich schneide es einfach auf. Warum kannst du die Tasche nicht einfach mitnehmen? Oder öffnen? Das wäre auch eine Idee. Einfach nur aufklappen, Thema durch. Nein! Wo ist das Wandelobjekt? Hier nicht. Ja, da ist er. Das Eichhörnchen. Habt ihr es gesehen? Es taucht gleich wieder auf. Adelheid. Da. Gut. Ein Adelheid lang, dann geht das. Okay. Hier kommt. Ja. Okay. Nee, aber da. Gut, wir brauchen noch einen Stein. Und der Reif muss ohne Zweifel vorher entrostet werden. So, hier die drei Mole hinein. Sehr cool. Da fasse ich aber nicht hinein, du. Ich könnte schwören, dass es Gold ist. Was? Okay. Ja, cool. Wie lange kocht das hier schon so vor sich hin? Warte mal, können wir da irgendwas machen? Nee. Auch nicht. Aber was machen wir denn jetzt? Juhu! Nee, und hier kommen wir auch. Ach, warte doch, Moment. Naja, immerhin.
So, befinden sich die Eier hier drin? Ja, ja, ich weiß. Da, siehst du? Was ist das? Ein loser Flügel. Wir brauchen also... Ah, warte mal, was zum Festkleben, ne? Wo war nochmal der Honig? War der nicht hier? Da so? Nee, so geht das nicht. So geht das auch nicht. Ach, okay. Aber mit dem Rührbesen, deswegen heißt er Rührbesen, kann ich immerhin das da holen. So, was sollte ich alles aufschneiden? Warte. Da. Das sollte ich zum Beispiel aufschneiden. Ja. Oh nein, ich werde nur abgelenkt. Okay, Infos. Drehe die Teile, damit sich eine durchgehende Leitung bilden und die beiden Rohrenden miteinander verbinden kann. Also so hier so. Gut, von hier aus geht es in alle möglichen Richtungen weiter. Du nach oben. Okay, probieren wir es einfach mal, ne? So, dahin. Das funktioniert nicht. Dann mache ich das mal so. Okay, das könnte gehen. Und von hier aus. Vielleicht so hier, ne? Ja, guck mal. Yay! Ganz genau. So macht man das. So rotes Juwel. Löse 4 Minispiele in jeweils 60, ohne es zu überspringen. Oh, Mensch. Oh, das ist ein Achievement wert. Okay. Nee. Auch nicht. Wo war denn das? Das war hier. Aber da war doch noch was mit aufschneiden. Da. Yeah. Und was wir nicht alles haben. Der Legende nach wurden die Eier der Mutter aller Drachen im Turm von einem geweihten Pärchen behütet. Was? Wenn ich diese Reben wiederherstelle und verstärke, kann ich nach unten klettern. Mit dem Poliertuch. Nein. Aber mit dem Poliertuch können wir hier dran rummachen. Sehr gut. Very good. Very good. Und du kommst nämlich hier rein. Nö. Da kommst du hin. Ja, guck mal. Blau und rot. Sehr schön. So, und du da hinein. Was soll ich tun? Einfach mal auf Stopp drücken. Oder macht er das von alleine? Hä? Was soll ich machen? Einfach nur wieder mitnehmen. Der ist jetzt schon aufgeladen, ne? Cool. So, dann kommst du da oben rein. Okay, das ist das eine Ei. Klasse. Das gehen wir schon mal zurück. Yay! 1 von 2. Kalligraphiepinsel. Was mache ich denn bitte damit? Im Honig rumtünchen? Tatsächlich. Und dann, was schwebt dir vor? Was hättest du? Hä? Was hättest du gerne? Sollen wir den hier festkleben oder was? Nee. Auch nicht. Hä? Was mache ich denn mit einem honig getünchten Pinsel? Komm, ich werfe das Messer nach dem. Nein, tue ich nicht. Okay. Und das ist Gold, ne? Aber das ist... Nee. Ach so, hier, warte mal. Den können wir eintauchen. Ihr macht euch keine Vorstellung davon, wie heiß so etwas ist. Da würdet ihr niemals eure Hand auch nur in die Nähe bringen. Okay, so. Der Goldene. Den haben wir hier. So, jetzt bist du auch schon... Sieh an. Dankeschön. Auferstehungsjuwel. Nö. Du liebe Zeit, wo kommst du denn hin? Ja. Mensch. Achso, warte mal. So? Nee, leider nicht. Leider nein. Kann ich dich mit Honig anmalen? Nein. Kann ich dir endlich die Haare abschneiden? Nein, auch nicht. Kein Friseurtermin heute? No. Okay, was sonst noch?
Brauchst du das da? Nee. Brauchst du sowas? Auch nicht. Was brauchst du dann? Wer kennt diese Werbung nicht, ne? Ach hier, warte mal, wieder Aufstellstörung. Die haben übernatürliche Fähigkeiten. Ich möchte kurz daran erinnern, dass wir das Juwel gerade angefasst haben. Ist das eine gute Idee? 8 von 8. Juhu! Schließe ein Bibelbild, ein Minispiel in unter 15 Sekunden ab. Matsch. Und dann haben wir das Ei. Nun denn, setzen wir das Ei ein. So, ja. Ich muss ihm folgen. Echt? Na gut. Ich gehe mal nach. Was haben wir denn hier? Oh. Upsi. Was? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Was muss ich tun? Hindernissen ausweichen, ne? Ah, oh, das ist aber arg laut. Okay, wow. Hi, weg ist er. Oh, wohin ist das Wesen verschwunden? Du bist aus der Höhle. Keiner kann dich aufhalten. Jo, so ist es. Okay, so, lass mal gucken. Wir haben hier erstmal wieder Sachen, ne? Diese Blumen benötigen besondere Handlung, damit sie aufblühen. Ja. Wir haben hier Wasser. Okay, Schlamm abzuwaschen. Fußabdrücke, nach denen ich suchen sollte. Und was Besseres zu kauen als meine Hand. Natürlich. Aber wir haben hier Sachen. Guck mal, das ist das Objekt. Und das müsste hier auch. Da ist auch was. Womit ziehe ich es an Land? Mit dem Dolch. Nein, nicht mit dem Dolch. Ein paar Schritte und ich habe einen anderen Weg. Lalalala. Das nehmen wir mit. Schlamm abwaschen, ne? Schmutzige Blätter. Okay, was glaubst du? Kann ich drehen? Nee. So. So. Und so. Na, wenn das mal kein Pfotenabdruck ist. Habt ihr schon das Wandelobjekt gesehen? Mir ist es noch nicht aufgefallen. Das ist nicht. Das ist es nicht. Seit wann ist das eigentlich zum Wandelobjekt geworden und kein Morphing-Objekt mehr? Hier ist doch auch irgendwas, ein Zweig. Und mit dem richtigen Werkzeug kann ich es abschaben. Natürlich. Juhu! Ein festes Moos. Cool. Mit reflektierendem Licht könnte ich in die Höhle leuchten. Ja, so ist es. Da ist es. Ha! Okay, alles klar. So, hier erstmal Schlamm abwaschen, ne? Das geht nicht. Das geht auch nicht. Auch nicht. Kann ich dir irgendwas zum Futtern geben? Kann ich nicht. Kann ich hier einfach mit dem Messer abschneiden? Oh, warte. So. Nee, geht. Nichts geschieht. Toll. Das ist ja großartig. Und da komme ich nicht weiter. No? Nee, natürlich nicht. So, irgendwas, was reflektiert. Was brauchen denn diese Blüten hier für eine spezielle Behandlung? Mit einem gabelförmigen Stopp. Pieksen. Nee, mit dem gabelförmigen Stock ziehen wir das da raus. Okay. Oh, ein schmutziger Klumpen. Sieht ein verdächtig nach einem Oberkörper-Dings-Schild. Rüstung, Teil auf. Stumpfe Brustplatte. Yeah. Und die behandle ich jetzt mit dem Moos. Natürlich. Cool. Was ist das? Am besten aufhebeln. Gotcha. Yeah. Objekt gefunden. Wappenstein. So, und hier kann ich doch bestimmt das Licht reflektieren. Ja. Hi. Dich nehme ich mit. Das nehme ich auch mit. Das nehme ich auch mit. Wer bist du denn? Oh, ich könnte ihn mit einem Köder anlocken. So? Nee. Nee. Wie sonst? Mit Fußabdrücken? Nein. Okay, aber den dritten Stein finden wir hier auch nicht, ne? Nee, leider nein. Leider nein, es gibt hier nur 2 von 3 Steinen. Wappenstein, Fußabdruck, Leuchtkäfer. Ach hier, warte mal, Leuchtkäfer. Fump. Yeah. Das ist eklig. So. Die einzige Wasserquelle. Zu dicht. Und dich nehme ich auch mit. Können wir da weiter reingehen? Nein, können wir nicht. 1 von 8. Wow. Okay. Yeah, der Weg ist frei. Oh, was soll ich hier machen? Warte.
Ja. Ist das Wesentliche vorbeigekommen? Infos. Finde die schmutzigen Fußabdrücke. Natürlich, sehr gern. Und es müssen gleiche Fußabdrücke sein. Nee, So. Das ist es nicht. Ach so, ich muss nur diese finden, oder wie? Es ist der letzte. Da. Okay. Ja, gut. Es ist tatsächlich der letzte. Löse 10 Minispiele, ohne zu überspringen. Ja, ich bin auch ganz stolz auf mich. Hi, da ist er ja. Ich habe dich gesehen. Aber keine Sorge, ich suche erstmal nach den Sammelobjekten und Morphing-Dings und hast du nicht gesehen. Das ist, nee, tun wir offensichtlich nicht. Doch, tun wir. Und, was haben wir hier? Da gibt es noch keinen Stiel. Das nehme ich alles mit, alles eingepackt. Ich brauche etwas Besonderes und dann werde ich wieder zurückkehren. So, wo haben wir denn hier? Da sind noch mehr von diesen Pflanzen. Wo haben wir hier denn die Dingelchens? Da oben. Und jetzt noch bitte irgendwas, was sich bewegt. Hallo? Da, der Salamander. Gut, knock, knock. Hi. Na? Oh. Er möchte wirklich nicht, dass wir ihn treffen. Wie könnte ich den Deckel anheben? Mit dem Schürhaken. Super. Schmackhafte Köder, wenn ich sie geknackt habe. Wo ist denn mein Messer hin? Ach nee. Mit dem Stein? Nee, auch nicht. Ich muss das mit einem Garn reparieren. Okay, immerhin, das hat funktioniert. Naja, siehste. So, damit haben wir ein funktionierendes Tau. Natürlich. Okay, gut. Du kommst da oben hinein, ne? Nicht? Aber doch ziemlich sicher. Ich bin sicher, dass du da oben reinkommst. Hier, da, guck mal. Der passt da ganz sicher hinein. Okay, ist wohl für noch nicht gedacht. Oh. Wenn ich den Haken und Scheibe verbinde, wird der Rost verschwinden. So. Aha, er muss erst da oben reinlaufen, bevor wir da reinkommen. Das habe ich vorher nämlich auch gebraucht. So, du kommst da rein. Perfekt. So, und jetzt, ey, ich will dir nichts, ehrlich. Ist schon ein bisschen... Ja. Oh. Hey, ich will dir nichts Böses. Ich möchte einfach nur reden. What do you want? Are you after my gems too? Another lady already took some. Was? Help me get this gate open. Then we'll talk. Du willst doch nur wieder abhauen, ne? Ja. Ich weiß es doch genau. Achso, das war zum Hinweis auf der Tür. Ist denn hier sonst noch was? Nö. Ja, ich brauche den Griff. Okay, was haben wir denn hier? Hinweis auf der Tür. Passt das hier für? Es passt. So, Infos und, was? Lass mal sehen. Platziere die fehlenden Ornamente am Tor. Wähle Farben und Formen anhand des Hinweises. Hier ist überhaupt nichts farbig. Hä? Okay. Du? Was? Ich, was? Nee. Ich habe es fast geschafft. Mhm. Du kommst dahin? Warte mal, warum kommst du dahin? Einfach weil da besonders viel Platz ist, oder was? Nee. Hä? Was verstehe ich hier dran nicht? Auch nicht? Okay, nehmen wir erstmal was anderes. Nein. Hä? Irgendwas raff ich hier noch nicht. Da ist rot und lila. Eine Drachenfrucht ist rot. Heißt denn, dass hier wieder hinkommt? Okay. Gut, wenn das dann also lila ist, dann braucht es hier etwas Rotes. Okay, ich glaube, ich komme dahinter. Das hier könnte irgendwie beides sein, ne? Rot und lila. Okay. Da ist auch noch, das ist lila und dann braucht es was Rotes. Nee. Auch nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl.
Ach so, ah, die Form. Ah, die Form ist interessant. Okay. Aber das mit den Farben irritiert mich. Okay, da kommt was Rotes hin. Nee. Du dahin. Okay. Jetzt hier kommt noch einer hin. Das muss so einer. Muss es nicht sein. Ich glaube, ich habe es nicht gerafft. Aber es ist ja sowieso schon vorbei. Ah, jetzt kommt die Sache mit den Farben ins Spiel, ne? So, lila und dann hier rot und da rot und hier rot. Das hat es also mit dem Rot auf sich. So, rot, 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 rot. Und da auch rot. Nee, irgendwas passt noch nicht. Ist das nicht das richtige Rot? Ach, du liebe Zeit. Okay. Ja, okay. Nee. Es ist schon das hier, ne? Blau. Heißt das hier aufgeblüht? Vermutlich, ne? Dann ist das nicht das Richtige. Das ist das Richtige. Das hier ist geschlossen. Ach, warte mal, das war richtig. Okay. So, rot geschlossen ist gut. Lila geschlossen ist gut. Du aufgeblüht in rot. Du aufgeblüht in rot. Du aufgeblüht in lila. Du in geschlossen. Geschlossen ist gut. Aufgeblüht in rot. Geschlossen, geschlossen ist gut, geschlossen und aufgeblüht. Okay, meine Güte. Wow. So. Ja, sag ich doch, weg ist er. Von wegen, now we talk. So, da kommt das Emblem hin. La la la. Da ist nichts mehr. Okay, ja, Leute. These gems can resurrect the dead. And some can even control the living. They grow in my village, but Nezul has unlocked their true potential. You can visit his tower to learn more, but I could use your help collecting the ones I dropped. Lass mich raten, es sind 8 Stück. Hilf Docker. Natürlich, sehr gerne. Ich kann ihm helfen, die Edelsteine zu finden. Ja, kein Ding. Oh, hi, wer bist du denn? Guck mal, er ist doch mit Menschen vertraut. Also, warum? Welcome. The Mother Dragon's death has driven everyone mad. She must have come from somewhere. So why hasn't a new one hatched yet? My poor fox is so frightened that he ran into the forest. Can you find him? Ich bin mir nicht sicher. Aber ja, ist gut, mache ich. Kann ich mir ein paar Sachen ausborgen? Dieses Motiv habe ich auf der Truhe gesehen. Ja. Mehr kann ich nicht machen. Vielleicht sollte ich auch mal, bevor ich hier alle Sachen aufsammle, nach den Objekten suchen. Ne? Da komme ich nicht näher ran. Wie gut, dass wir den Schürhaken dabei haben. Wie gut, dass wir den Schürhaken jetzt verloren haben. Was leuchtet da drüben? Halt, warte, da leuchtete tatsächlich was. Da guckst du. Ja, okay. So, Objekte, 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 nein, nicht Objekte, Objekte und nicht Objekt, nicht Objekt. So, immerhin 7 von 8, aber hier komme ich noch nicht rein. Den Schlüssel, da komme ich schon irgendwann rein. Das kriege ich, haben wir. Okay, alles klar. So, ist denn noch etwas? Jetzt haben wir schon fast alles geschafft, ne? 7 von 8. Einer fehlt noch. Was leuchtet da drüben? Wo siehst du denn dann noch was leuchten? Was habe ich hier verpasst? Ich sehe nichts. Okay, komm mal noch zurück. Wappenstein, was machen wir damit? Keine Ahnung. Ich gehe mal zurück. Mit der Axt können wir doch bestimmt irgendwas machen, ne? Warte mal, mit der Axt können wir da diese Dinge öffnen. Nichts geschieht. Fabelhaft. Da können wir auch nichts. Halt, Moment. Das können wir da reindrücken. Okay, das ist schon mal gut. Muss ich die mit der Axt? Nein, muss ich nicht mit der Axt. Und da, wenn die Axt verbraucht ist. Oh. Was? Einzigartiges Werkzeug. Das ist es in der Tat. Was? Okay, kabumm. Leuchtende Nüsse. Yay! Geknackte Nüsse. Okay, damit können wir nichts machen. Dein Fuchs hat dich verlassen. Das ist aber. Warte mal, so vielleicht.
Ah. Oh. Da haben wir ein entlaufenes Haustier. Schön. So, jetzt aber hier, guck mal. Ist er das? Thank you. Use the vase to collect the blossoms. Was? In return, you can have anything from my stand. Ja, bringe das Haustier zurück. Was? Sammle Blüten. Ja, was? Sind nicht diese Blüten, ne? Nee. Sondern, können wir hier die Tür einschlagen? Können wir nicht. Hm. Die Tür ist auch so schon kaputt genug. Okay, also die Blüten, meine ich. Halt, nehme ich mich hier zurück. Oh. Ach. Das ist ja, ach. Sieh mal einer an. Die will die doch nur verscherbeln, ne? Yay. Was schön ist schon. So, und den noch. 9 und 10. So, du kommst jetzt, ihr kommt jetzt da rein. Jawohl. Juhu. Na, hier, wir haben dir etwas sehr Wertvolles mitgebracht, Lady. Sammelblüten. Und jetzt kann ich das haben? Ja, ich kann. Sehr gut. Ich bin gleich wieder bei dir. Ich habe jetzt 7 von 8 gefunden und weiß leider auch nicht, wo der 8. ist. Dieser ist er nicht. Und Seidenschal und ein Skelettschlüssel. Hm. Okay. Wo, aber wo ist der 8.? Irgendwas müssen wir hier noch mitmachen. Passt der Skelettschlüssel? Der passt hier. Jawohl, das ist das Haus vom Skelettmann. Da kriegen wir sowas, sowas. Sehr gut. Was machen wir da? Spanking? Backschieber. Oh, das ist kaputt. Hm. Siehst du. So, und der Fisch. Ein Viech? Nicht dein Ernst. Alter, kannst dich mal benehmen? Mann. Dankeschön. Du hast alle Edelsteine für Docker gesammelt. Ich weiß. Was haben wir denn hier? Hm, Infos. Geh durch den Wald. Wähle dazu eine Stelle auf der Karte. Okay. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Wo ist unser Ziel? Dort vermutlich nicht. Da bei der Brücke? Oder da, dort? Hm. Er geht immer weiter bis zum nächsten Punkt, ne? Probieren wir es mal. Nee, bis zur nächsten Kreuzung. So, warum ist das... Was? Okay. Das war das große Rätsel, dass ich direkt auf mein Ziel zusteuere. Das ist ja der Hammer. Hör mal. Der Hammer. So, das nehmen wir mit. Den roten Nagel könnten wir auch sehr gut gebrauchen. Nein, aber nicht hiermit. Und die Fische auch nicht. Und da fehlen noch Stämme. Hey, moin. Hello, Stranger. Na? What brings you here? Wir kennen uns doch. This place has been abandoned since the peaceful days when Nezul and his bride lived here. Hm. Peaceful? Is that the same Nezul I've met? All will be revealed in the tower. Find the key in my hut to enter, but beware. There's a creature rampaging there. Mysteriöse Stimme. So, habt ihr schon... Wir fangen mit dem Wichtigen an, ne? Zähl mir die Beste, natürlich. Da haben wir auch noch irgendwas, aber da möchte ich lieber nicht rumgraben. Dafür brauchen wir, nein, dafür brauchen wir nicht den Backschieber. Dafür brauchen wir nicht das hier und das natürlich auch nicht. Hör mal. Juhu. So, was kann ich denn hier machen? Ich brauche etwas, um das Gleichgewicht zu halten. Ja. Nee, das nicht. Okay. Nee. Wir brauchen irgendwie eine Art Stab oder so. Okay. So, da waren wir schon. Da können wir noch hin. Da wissen wir noch nicht weiter. Hier auch nicht. Okay, ich gehe mal da hin. Das sieht hier aber sehr uncandy aus. Das da nehmen wir mit. Das da auch. Hi, wer bist du denn? Ein Futter ist ein guter Anfang für ein wütendes Tier. Natürlich. So, wir sollten erst einmal die Sammelobjekte finden. Alter, das wird echt zum... Das nimmt Überhand hier.
Hier braucht es einen Schlüssel. Den haben wir. So, dich nehme ich auch mit. Aber ihr, ich nehme an, purpurne Schuppe, ihr seid nicht die, die hier... Nee, ihr seid nicht die, die hier reinkommen. Nein, ist schon gut. Okay, Sammelobjekt. Da! Ja, Eule, I gotcha. Sie sind sicher wichtig, aber wie kann ich sie aktivieren? Hm. Ich muss die Hände wegbewegen. Okay, zwei Ringe. Wofür? Und ihr könnt ihr die Schuppen gebrauchen? Könnt ihr nicht? Hm. Ich hau euch einfach weg. Nein, ich binde euch die Hände. Auch nicht. Ich hack sie euch ab. Auch nicht. Okay, das wäre zu einfach gewesen. Da geht es noch zum westlichen Sumpf und zum östlichen Sumpf. Na herrlich. Gar nicht kompliziert, ey. Und wieder. So. Das Geäst ist im Weg. Dafür haben wir ein passendes Werkzeug. Juhu. So, und euch soll ich jetzt hier zusammensetzen, ne? Warte, so, ne? Aber das sieht doch schon ganz danach aus, als hätten wir noch nicht alle Teile, oder? Hm. Es würde mich wundern. Na, komm schon. Nicht richtig getroffen. Ja, nee, wir haben noch nicht alle Teile. Ich muss diesen Schmutz abwischen. Okay. Das ist schon mal gut. Aber nochmal, wir haben noch nicht alle Teile. Und uns fehlt auch noch das Muffelobjekt. Wo steckst denn du? Da hinten? Nee, nein, ich wollte noch gar nicht weiter. Was? Ja, jetzt aber. Wo ist das Muffelobjekt? Da kommen wir ran. Dich nehmen wir mit. Was geschieht, wenn ich direkt hier hinleuchte? Keine Ahnung. Aber der Knoten ist zu fest und lässt sich nur mit den Zähnen dieses Tiers abbeißen. Hm. Eine Frauenfigur. Ja. Was haben wir da? Ich halte mich von den Dornen lieber fern. Die Wesen sind so friedlich. Vielleicht liegt es an den Dingern. Ich kann die Reben nicht abreißen. Leerer Sack. Nee, so nicht. Okay. Ja, was auch immer. Nein. Da ist das Morphin-Objekt. Yeah! Okay, gehen wir mal rüber. Ach, zum östlichen. Ach, so funktioniert das. Geschickt, geschickt. Und hier sind gleich nochmal zwei Teile. Wunderbar. Was seid ihr denn? Es hat sich den Arm ausgerenkt. Ja, ich... Ja, okay. Gut, wo ist das Objekt? Gib's mir. Dann bin ich fröhlich und auch gleich wieder weg. Hm, nix. Da ist ein Knochen. Ah, hier, guck mal, da können wir immerhin die Frauenfigur schon reinstecken. Ich glaube, mit einem scharfen Werkzeug kann ich es heraushebeln. Toll. Und wir sind unser Spezialwerkzeug schon losgeworden. Das ist aber ein fester Knochen. Hä? Ja. Das ist ein was soll ich? Okay. Okay. Jetzt haben wir ein Paddel. Ein Ruder. Gut. Ein Ruder. Hm. Wo ist das Objekt? Das Objekt, ihr wisst schon. Ha. Hier nicht. Da nicht. Wenn ich rausgehe und nochmal rein. Turmeinfahrt. Ich sehe nicht, dass sich hier irgendetwas bewegen würde. Nee. Da auch nicht. Nun, ich habe das Gefühl, wenn wir noch einmal hierher zurückkommen, dann finden wir es vielleicht heraus. Ne? Okay, also wieder zurück. Juhu! Kann ich da jetzt ran? Nein. Was kann ich mit dem Ruder machen? Mit dem Ruder könnte ich vielleicht hier ran? Fragezeichen. Nö, kann ich nicht. Okay, gut, ciao. So, hier, da, irgendwas hier mit Rudern? Ja, schon klar. Ich muss es woanders versuchen. Was mache ich denn bloß mit den Dingern hier? Aber warte mal, das Ruder könnte sich doch auch eignen. Nee, das geht leider nicht. Hm. Und er weiß hier auch nicht weiter. Mit dem Ruder könnte ich auch graben? Nein, das funktioniert nicht. Was denke ich mir bei solchen Aktionen? Okay, gut. Zeig mir bitte, wo es weitergeht.
Hier geht's weiter. Ach, und da hinten können wir auch noch was machen. Okay. Hier kann ich irgendwas tun. So, so. Okay, du kommst dahin. Ist das alles, was ich hier tun kann? Ja, das ist alles, was ich hier tun kann. Das war wirklich alles, was wir hier tun können. Alter. Jetzt fühle ich mich schon ein bisschen verkohlt. So, und hier haben wir noch das Sammelobjekt. Ne? Da oben ist es. So, war das auch alles, was wir hier tun können? Wir. Ne, hier können wir noch mehr tun. Das ist gut. So, also, er hat sich den Arm ausgekugelt. Ja, ich würde dir gerne den geben. Ach so, ich muss ihn einfach nur da... Ja, schon gut. Es leuchtet. Das ist sehr rutschig. Womit könnte ich sie tragen? Nun, mit den die losen Steine. Ich fühle mich schon ein bisschen verkohlt. Spiel. Scharfes Werkzeug haben wir nicht. Was ist denn hier? Den Gehstock. Den können wir jetzt mit... Nein, warte. Den können wir beschweren. Und damit haben wir... Jawohl. Balancierstab. Ganz recht. So, dann wollen wir mal gucken, wo es hierhin weitergeht. Zack. Das war nicht... Ach so, den Gehstock natürlich. So, und... Was muss ich tun? Wie muss ich es tun? So. Einfach nur mit der Maus drüber halten, ne? Ja, einfach nur mit der Maus drüber. Dann geht das schon. So. Yay! Na, siehst du. Und das alles, um es nicht mit bloßen Händen aufzuheben. Das heben wir mit bloßen Händen auf. Das heben wir auch mit bloßen Händen auf. Was ist das denn? Ein Stück eines Spiegels. Aber, ne? Oder? Nee. Okay, sonst noch was? Nö, sonst nichts mehr. Grüne Schuppe? Auch nicht. Nanu? Okay, das wird wohl nichts. Gut. Stück eines Spiegels. Oder, da, ja genau, warte mal, das ist doch hier. Aber wir haben immer noch nicht alle Teile. Doch, das reicht. Guck mal. Was ist denn jetzt hier passiert? Ah, okay. Info, lege die an die richtige Stelle. Ne? Genau, dass alle verbunden sind. Super. Dich hätte ich gern dahin. Nee. Nicht? Auch nicht? Okay, das funktioniert. Das funktioniert nicht. Du gehörst dahin, ne? So, und du dorthin. Yeah. Weißt du Bescheid? Okay. Wohin fließt die Energie? Weiß ich nicht. Ach hier, guck mal, da können wir die Schuppe reinlegen. Ah. Und dann kriegen wir auch die rostige Schaufel. Cool. Da braucht es aber noch was. Es fehlt ein Horn. Wir gehen erstmal hier zurück und hier war doch irgendwas zum Grab. Ja, genau. Alte Schaufel. Genau. Super. Nun denn, du passt auch zum grünen Drachen, ne? Jawohl. Cool. Ein scharfes Stück. Oh. Das meint er mit, fließt die Energie. Splintdolch. Kann ich hier irgendwas machen? Ja. Wir haben feste Reben. Und wir haben dieses Dingelchen. Ein kleines Horn. Ein kleines Hörnchen. Da könnten wir doch hier irgendwas rausbrokeln, ne? Das geht auch. Kleines Horn. Super. So, haben wir dann noch was zum Zerschneiden? Hier, guck mal. Die Figur nehme ich mit. Und du bekommst auch deine Dinge da zurück. Und natürlich auch eine Popone, irgendwas. Sieht gut aus. Aber wohin fließt die Energie? Die fließt hier hin, ne? Und kommt hier irgendwie zusammen. Die Mitte fehlt. Ah, was auch immer das bedeutet. Was auch immer das ist. Okay. Hier war doch auch noch was mit nicht anfassen, ne? Nee. Die festen Reben brauchen wir wahrscheinlich hierfür, ne? Brauchen wir nicht. Warum nicht?
Brauchen wir nicht. Ach, warte mal, hier, Splint. Das geht. Super. Kafum. Und jetzt fehlt uns natürlich ein Hammer. Und wir können die da hinlegen und dich können wir da hinlegen und dann mit den Reben vertäumen. Yay! Schön gemacht. Achso, jetzt das Ruder daran. Ja, cool. So, dann mal nix wie rüber hier. Das nehme ich mit. Was soll ich hier machen? Nee, warte mal. Was soll ich hier machen? Oh, ich kann erst navigieren, wenn ich die Geysire verschließe. Okay. Ja, ist gut. Habe ich hier irgendwas? Ich muss nochmal rangehen. Ja, ich weiß. Nein, habe ich nicht. Aber dieses grüne Teilchen, das kommt hier hinein. Yeah. Fehlt uns aber noch das lilane Teilchen. Guck mal, da fließt die Energie jetzt. Gut. Kann ich hier schon was machen? Ich kann. Jawohl. So. Das sieht doch schon recht gut aus. Das könnte auch funktionieren. Und das auch. Yay! Was, kein Achievement? Ich bin enttäuscht. Aha. Die nächste Figur und noch so ein Dings und... Oh, ich muss die Hände wegbewegen. Hakel ist klar. Okay, dann gehen wir zur Figur zurück. Nee, nicht hier. Dort. Figur. Yay. Wo kommst du denn noch hin? Ach, du liebe Zeit. Ach, du kommst hier drauf. Ja. Yay, Handschuh und das rote Teilchen. Und mit dem Handschuh können wir jetzt die Früchte pflücken, ne? Warte mal so. Ja, yeah, wir können. Ein Pilz. 1 von 3. Klar, kein Thema. Dafür muss ich das da aber noch beiseite bewegen. So. Und den hier... den hier wieder herstellen, der sehr gut sichtbar angebracht ist. So. Sehr gut. Jetzt kommen wir auch hier dran. Juhu! Nimm den Pilz. Sehr gut. Okay, habe ich auch am Start. Gut, einen Pilz haben wir noch. Wo ist der? Der war doch... Nee, der war nicht hier, sondern der war... hier. Pilz. Fantastisch. Gut, dann können wir den Affen gleich beruhigen, ne? So, wir wollten den Affen. Ja, genau. Ich muss es anders versuchen. Hä? Wieso? Warum geht das nicht? Kann ich damit nichts machen? Wieso nicht? Und Tränenkristall. Hm. Okay. Hierhin gehört ein Symbol. Aha, ja, gut. Hier sind wir durch. Aber das ist... Die naschen da an den Früchten, ne? Hm. Aber wem können wir das dann stattdessen in die Hand drücken? Hä? Bist du derjenige, der die Dinger braucht? Nee. Turgin in der Hütte umgesehen habe. Mit den Pilzen kann ich da... Ja. Was? Infos. Klick in der richtigen Reihenfolge auf die Geysire. Habe ich nicht aufgepasst. So. Okay. Nein! Ach, Mist. Ach, er ist der in der Mitte. Okay. So. Gut. Hammer's. Und hier hängt die einzig noch verfügbare Frucht. Die anderen Früchte auf dem Baum, die waren nicht mehr verfügbar. Hm, na gut. Also, Äffchen, guck mal, was ich dir hier besorgt habe. Hm. Weg ist er und wir bimmeln. Das wohl auch mal wieder Zeit. Nächstes Symbol. Was? Es werde Licht. Okay. Mit dem Handschuh können wir irgendwas machen? Nee. Hier ist sicher Platz für einen zweiten Apfel. Okay. So. Gut. Da haben wir irgendwas. Was ist da drin? Ein guter Platz für die Aufbewahrung wichtiger Dokumente.
Ich brauche etwas, mit dem ich das Chaos fegen kann. Die Leiter ist kaputt. Hier, ich benötige das andere Stück. Okay. So. Gut. Mit Federn wäre es noch schöner. Ach, das sagst du doch nur so. Da oben sind Federn. Ein Gemsuit. Jawohl. Das da Geweih hier oben dran. Brauchst du noch was? Nö. Halt, eine Schleife für die Blumen. Sehr gut. Und die Dokumente halt, was haben wir da? Ein Kissen aufs Bett? Nee. Ah, hier, warte mal. Chaos fegen. Zuerst benötige ich etwas. Ja, hier der Besen. Nicht der Besen. Die Schaufel. Okay. So, und jetzt fegen. Mhm. Haben wir. Das fehlende Bein kann ich leicht ersetzen. Okay, haben wir auch. Die Dokumente kommen da rein. So, jetzt räumen wir ihm die Hütte auf. Das glaube ich jetzt gar nicht, ne? Da ist noch was, da passen noch mehr Kissen hin. Das hatte ich doch schon gemacht. Okay, was noch? Der Kochtopf. Da drauf, gut. Oh, sieh an. Hi! Ah, na, gibst du es mir freiwillig? Er gibt es mir freiwillig. Sehr gut. Jawohl, Gudulia, du hast das Wesen in der Fliegenpe... Ja, schon gut. Das war jetzt nicht so schwierig. Wieso hat er eigentlich seine Hütte direkt neben diesem bedrohlich aussehenden Turm? Merkwürdig. Schlossöffnung. Ja, ich weiß, ich habe den Turm betreten. Das ist das, was wir gerade getan haben. So, es gibt hier auch wieder ein Morphing-Objekt. Es morpht meines Erachtens nach nirgends herum. Das nehmen wir mit, was immer das ist. Kiste, da geht's in die Turmhalle. Okay, okay, okay. Lass uns erstmal umsehen. So, wie gut, dass hier ein Gehstock liegt. Hier könnten wir Wasser holen. Ich brauche aber einen Behälter. Und den Funk nehmen wir auch mit. Oh, wer in ein Teerfass greift, bleibt stecken. Ja, das kann durchaus passieren. Wo ist das Morphing-Dings? Zeig's mir. Da unten ist auch noch was. Ich kann mit meinen Händen nicht hineingreifen. Ich kann den Ausschnitt auch nicht vergrößern. Dann verstecken wir es gleich vor der Welt. Nein, ist nicht. Okay, da. Haha. So, was haben wir hier? Gehe nach oben. Ich muss ihn aufhebeln. Gerne. Das hat funktioniert. Und das kenne ich doch hier irgendwo her. Aber ich muss erst den Staub und die Spinnenweben loswerden. Es ist schon sehr lange nicht geöffnet worden. Na gut, wo geht's denn hier hin? Was war das? Wer war das? Hallo, ist da jemand? Es ist hier viel zu dunkel. Wir sollen mit dem Teer eine Fackel erzeugen, kann das sein? Oder wir nehmen einfach einen der Leuchtkristalle mit. Hier liegen ja genug rum. Nein, wird nichts. Okay, und weiter geht's. Was haben wir denn hier? Da fehlt irgendwie ein Stück. Ein Kerzenauszünder, das ist cool. Wir brauchen aber eher was zum Anzünden. Nichts weiter. Da oben, verdächtig aussehendes Auge. Der Mechanismus startet möglicherweise, wenn ich diese Teile befestige. Mit einem tatsächlich. Nein. Das funktioniert nie im Leben. Okay, das ist mal vom Objekt. Gut. Was haben wir denn hier? Erstmal ein Lappen. Das ist wichtig. Und dann brauche ich noch eine Vertiefung für die Opale. Noch einen Opal. Okay. Ja, ist gut. Ist gut. Wir gehen gleich wieder dahin zurück. Ich möchte mich nur weiter umsehen. Es ist einfach zu dunkel hier. Na schön. Wir gehen wohl direkt wieder zurück. Okay. So, wo war das mit den Spinnenbeben? Dort, ne? Ne, das waren nicht die Spinnenbeben. Hä? Kinderspiel. Ja. Wo waren das? Ach, hier war das mit den... Ja. Okay. Das ist nicht meine beste Idee, aber das ist doch ein Tuch. Oh, ich brauche ein feuchtes Tuch. Ich verstehe. So. Fump. Nichts geschieht. Ist dieses Tuch dafür gedacht, in Teer getaucht zu werden? Weiß ich nicht. Nee, das mit dem Tuch müssen wir erstmal das hier sauber wischen. Vorher geht gar nichts. Und der Opal steckt fest. Super. Und das Tuch ist bedauerlicherweise kaputt gegangen, nachdem wir es benutzt haben. Ach, das ist ja jetzt blöd.
Okay. Kann ich den da reintunken? Das geht. Immerhin. Klebrige Kerzenlöscher. Super. Feuer, Feuer, Feuer. Nee, der ist bestimmt dafür gedacht, dass wir, na, den Opal hier rauszupfen. Yeah. Feueropal. Sehr gut. Wenn ich diese Steine in Stücke schlage, dann kann ich sie bewegen. Das ist ja nicht schon vorher eingefallen. Dann hätten wir diesen Zirkus nicht machen müssen mit den... Naja, gut, was soll's. So. Und... Katsching! So, was hättest du denn gern, was ich tue? Bewege die bunten Steine auf die richtigen Seiten. Rot hierhin, gelb dahin. Alles klar. Okay, du kommst erstmal dahin. So, wie machen wir es? So machen wir es. Und so und so. Und das geht nicht, klar. Und so und so und rot dahin. Und gelb, nee, da bewege ich ihn nur weg, das möchte ich nicht. Okay, es geht wohl nicht anders. Dann bringen wir gelb erstmal hier hin. Den roten dorthin, den hier einmal da drum rumgetüttelt. Oh, geht gar nicht. Doch, warte, geht. So. So, und dann so. Und jetzt hier hin. Und aus die Maus. Halt, das brauchen wir gar nicht. Das hätte auch einfacher bewerkstelligt werden können. Du dahin. Du dorthin. Okay. Fertig. Yeah. Und jetzt ist es hell und es wird gewimmelt. Juhu. Aufzugsplan. Was, ich brauche einen Plan für den Aufzug? Alter. 0515. Okay, cool. Nummer 1. Nummer 2. Immer diese Sachen hier finden, ne? Okay. Du nicht? Doch, du auch. So und so und so und so und so. Was gehört hier nicht hierher? Eins von den Dingen doesn't belong here. Noch drei Stück. Oh, wow. So, noch zwei. Kann ich hier noch irgendwas machen? Nee, da auch nicht. Ja, nee, da. Jawohl. So, nur noch ein Teil. Ein letztes Teil. Du bist es. Yeah. Ein Aufzugsplan. Natürlich. Juhu. Löse 5 Ölbildrätsel ohne ein... Was, wir haben schon viel mehr? Ach so. Nee, war das echt? Okay. Ja, ist gut. Ah, schön. Ja, ist okay. Was haben wir hier noch? Da ist nichts weiter. Das haben wir noch nicht. Hier oben können wir uns noch umsehen. Das hat vorher nicht funktioniert. Das nehmen wir mit. Dies hier nehmen wir auch mit. Und sieht so aus, als ob hier etwas fehlt. Was ist bedauerlicherweise etwas, was wir noch nicht haben? Nun gut. Gehört der? Nee, der gehört nicht da rein. Zerbrochener Löwenkopf. Da oben nicht. Weiß der Kuckuck. Nee, hier nicht. So, der Aufzugsplan. Nee. Königliche Fahne. Geht nicht. Können wir die Fahne hier eintunken? Geht auch nicht. Aha. Ist ja verrückt. Hier haben wir immer noch nicht mehr genug Licht. Fein. Ja, und jetzt? Das können wir aufbrechen, aber wohl kaum mit dem Löwenkopf, ne? Nee. Zurück können wir... Wir kommen nicht mehr zurück. Wir kommen nicht mehr zurück? Was? Zeig mal. Wir kommen nicht mehr zurück. Okay, das ist Uncandy. So, hier haben wir nix. Das heißt, wir müssen hier irgendwie klarkommen. Das gehört hier hinein. Und wie kann ich das... Ich muss es auf andere Weise öffnen. Ach so. Ja, okay, schon gut. So, da haben wir einen Staubwedel. Denn nur mit diesem Staubwedel ist es möglich, hier oben das hier sauber zu machen. Witsch, witsch, witsch. Sieh einer an. Das nehmen wir mit. Und hierzu braucht es einen Plan, bevor wir irgendwas machen können. Alles klar. Okay, so. Rot, das können wir nicht drehen. Das ist okay. Dann stecke ich dich mal hier hin. So und so. Nee, dahin. Du kommst bitte dorthin. Du kommst bitte dahin.
und du kannst nicht bewegt werden. Fabelhaft. Du dorthin und du dahin. Und der ist noch übrig. Da, haben wir's. Yay! Aha, interessant. Zauberkammer. Aha. Oh, hi. Ist das ein Auferstehungssymbol, Andrei? Ich muss ihn einsammeln. Unbedingt. Der Gute ist hier ja quasi... Nee, warte, halt so. Der Gute ist hier ja quasi dran geblieben. Hi. Ich muss ihn ruhig halten. Indem ich ihn in die Fahne einwickele. Nein, aber das nehmen wir erstmal mit. Und das da oben auch. An dieser Seite sollte auch eine Drachenstatue sein. Das ist ein Behälter für eine Flüssigkeit. Okay. Da kommt das Knöbelchen hinein. Jo. Entroster, Reparaturtrank, Neutralisierungstrank. Was will mir das sagen? Muss erst die Flüssigkeit finden, ne? Okay. Juhu, ein Auge. Die Kette ist zu dick. Ich kann sie nicht durchschneiden. Aber hier, guck mal, da kommen wir ran. Wie gut, dass uns Dreu nicht angreift. Yay! Was hast du da in der Hand? Das ist eine Statue. Was hält sie in der Hand? Weiß ich nicht. Und ich weiß nicht, wie ich es nehmen kann. Hi. Okay, ich hole erstmal Wasser, ne? So, Wasser. Zack. Yeah. Oh, sieh an, da war sogar noch was drin. Alles klar. Gut. Teil mit Drachenprägung. Nicht hier, ne? Nee, nicht hier. Auch nicht hier. Nee, ich muss erst den Kopf reparieren, sonst geht das nicht. Gut. Da ist es immer noch zu dunkel. Also gut, Wasser hier rein. So, wir brauchen erstmal Neutralisierungstrank. Die blaue Flüssigkeit. Was? Neutralisierte Wirkung der anderen. Aber woher soll ich wissen, was ich jetzt brauche? Reparaturtrank, um ihn hier zu reparieren. Fantastisch, das haben wir. Belebungstrank, von wem oder was? Oh, warte mal, hier, guck mal. Da kommen wir auch dran. Yay! Nützliche Werkzeuge. Messer und eine Pfeile. Entroster. Irgendwas können wir da noch mitmachen? Mit der Zange? Ja, nicht schlecht. Gar nicht schlecht. So, wenn ich nur wüsste... Oh, da kann man auch noch was. Es sieht aus wie ein Skelett. Findest du? Nö. Okay. Der Stoff ist zu lang. Natürlich ist er das. Kann ich aber nichts mitmachen, ne? Nee. Aber dafür kann ich mit ihm hier was machen. Oh, die Augen da reinstecken. Ohne Augen funktioniert das nicht am Tisch. Mit einem Ring wäre es ein Türknauf. Das ist ein Klischee. Nein? Ja. Okay. So. Jetzt. Guckst du. Erst jetzt ist es vollständig und vorher geht das auch nicht. Gut. Dort hinein. Und dann hier oben dran und dann so. Und jetzt haben wir hier was total Wichtiges. Ein verschlossenes Tagebuch. Ein Hammer und was auch immer das hier ist. Was ist das? Ein Netzwerfer? Okay. Mit dem Hammer können wir das hier unten schon mal zertrümmern. Das sollte funktionieren. Sehr gut. So, räumen wir die Steinchen beiseite. Nein, hier ist alles beschädigt. Das geht wieder alles nicht. Ach Mann. Und wir brauchen bloß drei Teile finden, aber das sieht doch noch sehr viel mehr aus, ne? Okay. Ein Netzwerfer. So, können wir dich erstmal einfangen? Katsching. Passt auch direkt drüber. Was? Die einfach da einfügen, ne? Kann ich sie drehen? Oh verdammt, ich kann sie drehen. Das wird dann nicht so schön. Da passt du hin. Ach so, hier an den Aussparungen können wir uns orientieren. Okay. Gut, verstanden. Nein. Nein. Der Drache müsste doch jetzt irgendwie versuchen, sich zu befreien, oder nicht? Ist nur so ein Gedanke.
der mich nervös macht. So, nee. 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 Da oben irgendwo hin, ne? Ja. So. Ich bin gleich bei dir. Dauert nur noch so ein Viertelstündchen oder so. Du kommst da unten hin. Und du dort. Yeah. So, du hast den Edelstein von Dreu gesammelt. Hey, geht's dir gut? Ist alles okay? Oh, da komme ich noch an was ran. Was könnte in der Tasche versteckt sein und warum sollte Dreu sie bewachen? Wir werden es nie herausfinden. Die Neutralisierer brauchen wir nicht. Okay, was könntest du in der Hand halten? Du könntest eine Pfeile in der Hand halten. Nee, den Kriegshammer auch nicht. Nichts geschieht. Hm, kommen wir da nach oben? Oh, wir kommen noch nach oben. Turmbrüstung. Eieieiei. Öffne das Kästchen. Ja, getting there. Da war's. Habt ihr gesehen? Los, zeig dich. Los, ich mache hier nicht weiter. Da ist er. So, alles klar. Gut, also, öffne das Kästchen. Dieses Kästchen, ne? Da ist was drin. Mit einem spitzen Gegenstand. Das Messer haben wir natürlich wieder verloren. Aber das geht nicht. Okay, das ist nicht spitz genug. Was ist denn hier noch? Das da nehme ich mal mit. Keine Zeit, nach Schlüsseln zu suchen. Hm. Wenn es das Spiel möchte... Ey! Wer hat die Drachenstatue gestohlen? Frechheit! Unglaublich. Von allem, was ich nehmen könnte, ausgerechnet das hier... Unglaublich. So, du bekommst erstmal deine Tiara zurück, ne? Ja. Sieh an. Innere Tischeinlage. Was? Sonst können wir nichts machen? Nee. Warte mal, Drache? Nee. Die innere Tischeinlage, ist das... halt, nee, Moment. 3 von 3. Wir können das hier jetzt zusammenbasteln. Yeah. Mhm. Ich höre was. Aber was ist da passiert? Was muss ich hier machen? Ich sollte die Finger von diesem merkwürdigen Zeichen lassen. Ich weiß, was sie bedeuten. Ja, das ist immer ein guter Plan. So, was haben wir hier? Das ist doch nicht die... Okay, das ist eine der Tischeinlagen. Gut. Hm. Ich jetzt? Das ist alles? Aber wie... Was machen wir denn weiter? Hm. Da kommen wir noch nicht ran. Ah, da ist das Vieh. Es ist hier viel zu dunkel. Wir werfen einfach mit dem Hammer nach dem Vieh. Du siehst doch die Augen. Hm, wird nix. Okay. Also, hier. Entroster, Belebungstrank. Hm. Reparaturtrank geht offensichtlich nicht. So, Entroster oder Belebung? Beleben. Wir beleben es einfach mal wieder, ne? Nein, geht nicht. Na gut. Ha. Tja. Und hier? Nichts weiter. Kann ich mit, nicht mit dem... Komm, lass uns das einfach kaputt machen. Warum geht das nicht? Das geht einfach nicht. Oh, sieh mal an. Was haben wir da? Oh, habe ich voll übersehen. Wenn ich ihn Ort nur beleuchten könnte. Ja. Wir müssen es mitnehmen. Geht aber nicht. Und warum kommen wir hier noch dran? Halt, da kommen wir dran, weil hier was... Aha, ein scharfer Gegenstand reicht völlig aus. Na fein, dekorative Spitze. Können wir damit das da oben rausfummeln? Nein, können wir nicht. Können wir damit hier dran rumfummeln? Das geht. Hm. Aber beim starken Was? Okay. Ja, cool. Oh nein. For freeing me. Oh. You are in search of some memories? I need some of Nazul's memories to save my friend. Bring me something important to Nazul, and I shall reveal his memories. Hm.
Du bist die ganze Zeit hier eingesperrt, aber es ist dir nicht möglich gewesen, irgendwas von ihm aufzufangen. Na gut, wir gehen erstmal wieder an den Tisch zurück. So, hier. Und das sollte jetzt gehen, ne? Jawohl, ja. Und was wir da jetzt für schöne Dinge bekommen. Was bekommen wir da? Feuerstein und Zündeisen. Verrosteter Schlüssel. Okay, ja. Ja. Gut, also verrosteter Schlüssel. Reicht das hier? Nein, das genügt nicht. Das habe ich mir nur gedacht. So, aber hier. Entroster ist das Rote. So. Und dann du da reingetunkt. Jawohl. Halte nicht deine Hand da hinein. Ist der Schlüssel. Der ist für das Tagebuch. Yay. Okay. Und sieh mal einer an. Im Tagebuch versteckt ist das hier. Keine nützliche Information, sondern nur das hier. Und wir haben erneut ein Messer. Das freut mich. Königlicher Kompass. Hm. Oh, warte mal. Irgendwas können wir hiermit machen? Nicht das. Aber das. Es ist zu lang. Und jetzt brauche ich ein Kugelball. Wird es ein wunderbares Spielzeug? Boah, okay. Ja, oder wir können es einfach anzünden. Das geht nicht. Okay. Hier kommen wir nicht weiter. Hm. Aber das hier könnten wir doch irgendwie entzünden. Das ist cool. Feenlaterne. Wie schick. Na, dann mal nix wie hier ran, ne? Hi. Ich bin da. Armes Wesen, ist es so begeistert von der Figur? Vielleicht finde ich Ersatz. Aha, dafür müssen wir also den Glücksbringer zusammenbasteln. Okay, komm hier, du kannst das da haben. Nein. Oh, ach so, warte mal, spinnt. Hilft das, wenn ich ihm das da gebe? Das geht. Bringe eine Erinnerung von Nesul. Und? Irgendwelche wichtigen Erkenntnisse? Da. As the kingdom sank, the king separated Nesul and Tessa. Hm, das ist aber nicht nett. So. Ja. Hm. The king. Und du? Wo du kommst dahin. So. Tessa stayed in the outside world. Nesul yearned to find her. But the king forbade it. So why did the princess delve into Nazul's magic? She had good intentions. Bring me a royal relic. Mhm, natürlich. Das ist alles, was du sagen kannst. She had good intentions. Ja. Okay, gut. So, wir haben einen königlichen Kompass. Was mache ich denn mit dem Kompass? Ach, warte mal. Königlicher Kompass? So. Und? Da. To reach Nezul's tomb, the princess used resurrection gems to banish the skeletons guarding the entrance. Hm. Okay. So. Und so. She planned to use the Shane's power to resurrect the Mother Dragon, restoring order to the kingdom. How is Nesul connected to the dragons? I need an item from a dragon to tell that tale. Okay, Holzkugel gefunden. Ja, super. Eine Holzkugel. Damit haben wir ein rundes Objekt. Und katsching! Hier, mal gucken, ob er das akzeptiert. Guck mal, das ist viel schöner als sein Drache. Ich muss es anders versuchen. Natürlich. Was mache ich jetzt damit? Handgemachte Puppe. Katsching, katsching! Aber es wird nichts, ne? Hm, was mache ich mit der handgemachten Puppe? Kann ich die Puppe stattdessen hier oben einsetzen? Wohl kaum. Nein.
Oh, Belebungstrank. Dafür war das gedacht. Ah, okay, ich verstehe. So. Ja, kleiner Freund. Oh. Oh, guck mal. Der ist viel schöner. Okay, er hat Spaß. Sehr gut, das freut mich für dich. So, und nun? Es wird nochmal gewimmelt. Oh, Steinschleuder, Schriftrolle, Handsäge und eine Schaufel. So, das. Schriftrolle, Schaufel, Schriftrolle. Nee, nicht diese Schriftrolle. Schriftrolle, Schaufel. Was haben wir denn da? Hier braucht es einen Schlüssel. Das nehmen wir mit. So, und dann haben wir das am Start. Gut, eine Schaufel. Hier ist auch noch irgendwas. Jupp. Schaufel haben wir hier. Schriftrolle, Steinschleuder, Laterne und Vogel. Vogel habe ich hier gesehen. Laterne, Laterne, Sonne, Mond. Das sind doch Schriftrollen. Hier kann mir doch keiner erzählen. Hm, das ist die richtige Schriftrolle. Sie muss auch ausgeschleudert sein. Hier ist auch noch irgendwas. Das Seil. Okay. Laterne, Katze, Steinschleuder. Katze. Es fehlt das Sonnensymbol. Was haben wir hier? Yay! Laterne. So, nur noch die Steinschleuder. Das da? Ja. Schuppe der Mutter aller Drachen. Es ist das, was du möchtest? Ja. So, bringe etwas von einem Drachen. Tessa and Nazul took good care of the eggs and the hatchlings. Mhm. Okay. Oh. Was? Behüteten? Okay. Okay. Among the many hatchlings, the two raised a special one. The last mother dragon. Now you know what Nazul was like. See what captivity has made of him. It will take a bit more time. This shall reveal a special egg that shall remind Nazul of his true self. Entschlüsselter Hinweis. Ja, cool. Aber bringt uns das jetzt, ganz im Ernst, bringt uns das weiter? Also ich meine, okay, Nazul ist irgendwie Opfer der Umstände, schön. Aber, ach so, hier. So. Also wir müssen ihm offensichtlich helfen, ne? Drücke auf die Symbole in der Reihenfolge auf der Schriftrolle angezeigt. Also erstmal das da. So. Ich muss mich konzentrieren. Hä? Wieso? Okay, von oben nach unten oder was? Ach nee, hier, das fängt da an. Also erst einmal du, dann du. Jetzt du hier, der Dreier, dieser und dort. Wow. Und da ist das eine Ei, die Mutter aller Eier. Da haben wir es. Zeige Nazul das Drachenei. Ja. Wo ist er denn? Wo ist er? Ganz oben wahrscheinlich, ne? Hier? Nee. Er kommt. Okay, folge Nazul und Prinzessin Layla. Nun denn, Luftblindwurm. Was hat der Drache sich so erschreckt? Du hast den Tempel gefunden. Ja, super. Heile Treu.
Ach Mann, ey, was ist denn los mit dir, Kleiner? Alles okay? Warte mal, hier ist doch bestimmt ein Secret, ne? Ja, sorry, das mussten wir erst finden, bevor wir dich heilen können. Hey, oh nein, das hat dich angegriffen. Ich muss Droll mit Kräutern besänftigen. Natürlich, der kennt uns doch inzwischen. Ist er immer noch so? So? Also ich meine so? Okay, Bienenstöcke stören, kann ich sehen, bis er... Was? Diese Bienenstöcke stören? Okay. Aber immerhin können wir jetzt eine Säge basteln. Das ist doch schon mal was. Na siehste, Katschin, welche Bienenstöcke denn? Du meinst die Nadeln, ne? Dass nichts geschieht. Okay, 0 von 6. 0 von 6 was? Blüten. Okay, okay. Gotcha, 5 von 6. 6 von 6. Juhu! Ich muss einen Weg durch diese Weinruben schneiden. Natürlich. Wie der Zufall so will, lag ein passendes Gerät dabei. Hm. Okay, Katsching. So kann ich dich damit beruhigen. Besänftigende Kräuter. Oh. Okay, alles klar. Ich muss sein Bein behandeln. Natürlich, mit einem zerfetzten Streifen. Nein, ich muss das Bein erst schienen. Ach du liebe Zeit, was hat dieses Vieh ihm angetan? Ist ja wohl unglaublich. So, da. Hm, ich muss es anhebeln. Mit dem Splint geht das nicht. Nein, mit dem Splint geht sowas nicht. Ein Splint wird brechen, wenn ich die Tür... Okay, reicht der aber, um das Bein zu schicken? Das reicht. Hm, alles klar. So, get well soon, sweetie. Oh, deine Drachenfähigkeit ist sehr unpraktisch. Du, das nehme ich mal mit, ja? Die ist... Ich bin gleich wieder bei dir. Ich verspreche es. Ich bin gleich wieder bei dir. Oh, okay, gut. So, wir gehen mal dahin. Tempel des guten Drachen. Ja, ist nicht besonders gut für sie ausgegangen, ne? So viel zum Thema. Oh, guck mal hier, der scheint aber noch zu leben, ne? Besiegele den Skelettdrachen. Natürlich. Wieder diese Juwelen. Ich muss sie herausschlagen. Nicht mit dem Ei, ne? Nein, nicht mit dem Ei. Okay, oh, warte mal, wir haben hier noch ein Sammelstück. Immerhin das. Hm, da steckt es fest. Gut. So, was haben wir denn hier? Da ist irgendwas drin oder so. Ich muss diese Juwelen wegschlagen. Oh Mann, ey. Dieser Typ. So, und hier kriegen wir einen praktischen Ring. Nein. Oh. Na, sieh mal an. Aber hier ist es zu dunkel. Nochmal. Nein. Wie kann ich den Stift... Nee, was kann ich am Stift befestigen? Naja, ein Seil. Katsching. Hat funktioniert. Cool. Wir haben einen Splint, wofür auch immer. Und eine nicht angezündete Fackel. Da kann uns doch bestimmt unser Kumpel helfen, ne? Hör mal, ich weiß, du bist gerade busy, aber könntest du... Super, dankeschön. So, und mit dem Splint können wir da diese Truhen hier... Nee, geht leider nicht. Nee, ach, wie schade. Hm, und die haben wir auch noch nicht. Können wir die auch wegfackeln? Wir können sie wegfackeln. Guck mal eine an. Jetzt lass das hier nicht irgendwie ein nutzloser Wegweiser sein. Es ist ein nutzloser Wegweiser. Okay. Nein, nichts geschieht. Nochmal Feuer? Nein, das muss ich erst woanders versuchen. Gut. Hier, stecken wir doch einfach mal das Ding da rein. Eieieiei. Wir sollen das Bild wiederherstellen. Wetten? Oh. Okay. Cool. Das bewegt die beiden. Okay. Das bewegt die beiden. Ja, fertig. Aber nicht so ganz richtig. So, irgendwie. Ja. Ne, guck mal, das passt da gar nicht rein, ne? Doch, muss. Muss. Ja, ja. Ich bin ja gleich soweit. Ja, du kommst hier so hin. Oh, das war nicht gut. Und du so hier so. Das muss reichen. Was für ein fancy Treppenmechanismus. Hi du, ich komme. Da steht er da. Hör mal, ich will dir nur helfen, dir und deiner Spusi. Nee, er lässt uns in Ruhe. Das ist sehr gut. Es hängt fest. Wie konnte das passieren? Yay! Wir haben eine Drachenmünze. Hm, das könnte als Leiter dienen. Allerdings, aber wir haben noch keine Splinte.
Womit kann ich diesen Draht durchschneiden? Hier. Nein? Was? Ich entferne sie mit einem dünnen Gegenstand. Das ist dünn. Sehr sogar. Okay. Gut. Nö, natürlich nicht. Zu blöd. Na gut, dann hier eben noch nicht. Oh, warte, halt. Wir haben hier erst noch ein Objekt. Sammlerstücke. Das da nehme ich auch mit. Warte. Wo bist du? Die Glocken von Jericho. Okay. Okay. Es ist besser, aus sicherer Entfernung zu schießen. Was? Was hast du vor? Was hast du vor? Ach, hier. Legendärer Jäger, finde alle Sammelgegenstände. Natürlich. Warum greift er nicht an? Es wäre jetzt eine günstige Gelegenheit, solange ich hier noch herumhopse. Ah, warte mal, kann ich das so machen? Nee. Ich glaube, der ist mehr angepisst, weil er diese Pfeile da drin stecken hat. Ach so, warte mal. Hüstel. Verbogene Schiene. Da kommen wir auch nirgendwo mit dran. Kommen wir denn mit der verbogenen Schiene so hier so dran? Auch nicht. Ist ja ein Ding. Mit der verbogenen Schiene. Hier ist die Welt noch in Ordnung, du. Aha. Grisu, sei froh, dass du nicht sehen musst, was da hinten los ist. Du willst es nicht glauben. Okay, so, also ein Fleur de Lis. Oh, ich liebe Fleur de Lis. Flachmann, Pinzette und Schloss. Fleur de Lis, Flachmann, was haben wir denn hier? Okay, eine Uhr. Da, Uhr. Cool. Ja, Fleur de Lis, Flachmann. Flachmann, was? Pinzette und Schloss. Pinzette, Flachmann. Ja. Dann, da ist das Fleur de Lis. Schloss Jojo und Auge. Das ist doch irgendwie ein Schloss, oder? Schloss Jojo und Auge. Auge. Schloss und Jojo. Hier ist auch noch was drin. Natürlich. Und die Halskette ist hier. Schloss Jojo, Rose und Klee. Schloss Jojo, Klee ist hier oben. Schloss. Zählt das als Rose? Reicht, genau. Und ein Jojo. Bist du ein Jojo? Nee, du bist ein Jojo. Juhu, ein verzierter Rahmen. Na, und damit können wir was machen. Was denn? Ach so, wir können das da mit einem kleinen Werkzeug herausholen. Gut, aber hier gehören dann die Kacheln rein. Die haben wir bedauerlicherweise noch nicht. Eine Scheibe, wo kommt die denn hin? Hey, geht's dir gut? Alles okay? So, irgendwas hier von... Das geht natürlich. Sicher. Ganz klar. Wie konnte ich nur je daran zweifeln? Tempel-Emblem und Schere. Na. Oh. Okay. So. Schere. Können wir damit die Dinge rausoperieren? Können wir nicht. Mit der Scheibe. Komm, das hat eben auch schon funktioniert. Das hat dickes Holz durchschlagen. Kannst du mir doch nicht erzählen hier. Da. Nee, warte. So. Auch nicht. Wir können es nicht herausschneiden. Was für ein fiese Möb. Gut. Tempelruinen. Also. Hier kommt man noch nicht weiter, aber mit der Schere können wir einen Metalldraht durchzwicken. Jawohl. Es wird ein toller Flegel. Ein Flegel? Was? Hui! Ein Flegel. Na, siehst du. So macht man einen Flegel. Mit dem Draht komme ich aber da immer noch nicht dran. Da steht, ich entferne sie mit einem dünnen Gegenstand. Was ist denn bitte dünner als ein Draht? Ja, natürlich. Na klar, Bretter. Die Scheiben nehmen wir auch mit, die Lösung nehmen wir auch mit. Cool. So, die können wir hier drauflegen. Alles klar. Jetzt haben wir aber dummerweise schon das Seil verrissen. Kann ich das Seil nochmal wieder haben? Ah, Spitze, die Gegenstände. Ja. Genau, haben wir nicht. Haben wir nicht dabei, kriegen wir auch nicht wieder rein. Oh, warte mal, was ist denn da? Gar nichts. So, ich schieße aus sicherer Umgebung. Entfernung. Mit dem Flegel? Nee, nichts geschieht.
Okay. Nee. Das Ei? Auch nicht. Tempel-Emblem. Irgendwo wird es ja noch reingehören, ne? Ja, ja. Kaching? Auch nicht. Und die Steinplatten, was machen wir damit? Gehören die hier auch drauf? Nö. Hallo? Also hier haben wir irgendwie nichts. Stand da eben Tempel des guten Drachen? Tatsächlich. So gut sieht mir der aber gar nicht mehr aus, du. Ja. Ich muss hier rausschlagen. Mit den Steinplatten. Nein, mit dem Flegel. Ah! Das funktioniert. Sehr gut. Und da haben wir die nächste Kachel. Ausgezeichnet. So, dann wird das hier oben auch funktionieren, ne? Natürlich. Juhu! Und da gehört noch irgendwas rein. Gacha! Ach so. Reihe. So, lass mich raten, die Dinge antippen, ne? Die. Der zweite ist der da und der dritte ist der da. Yay! Ein Steinfach öffnet sich. Und damit können wir das hier jetzt flicken. So, tschak, 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 tschak. Wunderbar. Ich weiß zwar nicht wozu. Ach doch, hierzu. Hey, hey, hey. Eine Art Bogensehne würde gehen. Und jetzt brauchen wir nur noch ein paar Pfeile. Natürlich, wo soll ich die denn zu dieser Tageszeit herkriegen? Hier unten sind doch Pfeile. Ah, jetzt können wir die auch mitnehmen. Das ist ja praktisch. Dir geht's bestimmt schon... Warum leuchtet der immer noch grün? Warum? Ich dachte nur, wenn der wenn die Kristalle da drin sind, dann sind die wiederbelebt und leuchten grün. So. Ich schieße nur aus sicherer Entfernung, ne? Der stört nicht weiter. Nö. Der kommt erst wieder ins Spiel, sobald ich durch bin. Was? Was soll ich denn überhaupt treffen? Schieße auf die hervorgehobenen Stellen. Hä? Okay, also jetzt da drauf. Okay. Ein ungefähres Ziel reicht. Katsching! Objekt gefunden, Glockenklöppel. Ja, Mensch. Aber besiegt haben wir ihn irgendwie nicht so wirklich, ne? Was mache ich jetzt mit dem Glock? Halt, da war doch noch was. Achso, das ist nur der Fall. Ja, das ist nur der Fall nach draußen. Okay. So, dieses Gekreisch hier geht mir auf den Dings da. Das grüne Licht flackert. Was mache ich denn jetzt so? Nee, ich muss offensichtlich... Nee. Ich muss wohl dahin, ne? Kann ich dir nicht mal dieses... Ah, sieh an, da haben wir noch was. Okay. Vielleicht kann ich diesem Skelettdrachen entwaffnen, wenn ich Sendre... Ih, du bist eklig. Das ist eklig. Warum das denn? Und die nehmen wir auch mit. Boah, du bist sowas Fieses, ey. Das Auge durchstechen. Ich glaube, ich spinne. So, hier. Pfump. Eine Art Hammer. Mit dem Glockenklöppel. Yay! So. Ladies and Gentlemen, we may pass. Was? Ein paar flache Stücke machen? Ich habe doch gesagt, dass wir die Steinplatten da reinlegen müssen. Was noch mehr? Ich brauche noch ein flaches Brück. Brückstück. Ist aber auch ein Weichei, also wirklich. So, was haben wir denn hier? Okay, Leute, wir sollen ein Dingelchen finden, ne? Irgendwas. Irgendein Getöse. Ja. So, Getöse, Zeug. Yeah, Zeug. Noch mehr Zeug. Noch mehr Zeug. Nö. Also noch so eine Raute und, was ist das da? Keine Ahnung, irgendwelche Riemen oder so? Eine Raute und hier Raute. Und irgendwelche Riemen. Ah, was für eine stattliche Waffe. Löse alle Wimmelbildrätsel ohne einen einzigen Hinweis. Ich weiß. So, und was jetzt? Ach so, das Auge. Ich finde das... Nee, außerdem, wo sitzt denn das Auge? Guck mal, der hat seinen Kopf da. Wieso ist das hier sein Auge?
Mächtiger Krieger der Skelettrache ist besiegt. Ja. Was sollten wir dem nicht eigentlich seinen Eichen zurückgeben? Hallo. Na, ich bin hier, um zu helfen. Okay, entwaffeln Nesgul. Natürlich. Ich muss ihr ihre Krone bringen. Das. Oh. Was? Was? Was soll ich machen? Wähle die korrekten Kacheln, um das Muster in der Szene nachzubilden. Ach, das da, oder was? Okay. Dies. Das hier. Und das vielleicht? Nee, das war's wohl nicht. Ach nee, hier, das ist wieder. Ja, dies ist das Richtige. Okay, gut. So. Das da. Das mit dem Dreieck dran? Nee. Kommt mir falsch vor. Das hier scheint. Das hier könnte es sein. Und noch eine. Doch, warte, das ist doch richtig. Okay, cool. Also ein Auge. Hier vielleicht. Ja. Sowas mit dem Piekser. Das da. Ja, könnte sein. Und das hier. Ja, yeah, noch ein viertes. Ich stelle mal eine Vermutung auf. Handelt es sich hierbei um dieselben Bilder, die wir schon zuvor gesehen haben? Das hier. Maybe. Weiß ich nicht. Und du, ne? Yeah. We know your true nature. We used to take care of the eggs. Tessa would be so ashamed of me. I could sacrifice my spirit to hatch this egg, but it would bind me to the kingdom. It is time for me to take responsibility for what my family did to you. You deserve to be with Tessa. Would this magic work with my spirit too? It will. Thank you. Let's begin. Wo grabst du ihr denn hin? Na. Na. Und da sind wir am Ende dieses Spiels angekommen. Ach Mai. Ach guck mal, die Bilder. Warte mal, das kennen wir doch aus der letzten Folge. Ist das dasselbe Bild? Das ist dasselbe Bild, ne? Okay, pass mal auf, ich mache das mal so. Wir lassen das hier am Ende durchlaufen, weil wir haben ja noch. Nee, Werbung wollen wir nicht sehen. Wir haben ja noch das Bonuskapitel. So, ich bin verspannt. Ja, das spielen wir auch. Vielleicht ist schon okay. Wer war denn das? Okay, finde einen Weg hinaus. Ohne Kontext. Buff. So, was haben wir denn hier? Da ist irgendwas, so viele, und diese blauen Flecke, das ist keine gewöhnliche Wand. Nee, das ist eine Geisterwand. So, was haben wir da? Oh, das nehmen wir mit. Das sieht aus wie ein Eierständer. Was? Okay, für das Ausbrüten, Brüten des Eis der Mutter aller Drachen gibt es ein ganz besonderes Ritual, das ihr die Macht der Naturkräfte, Erde, Feuer, Wasser und Wind verleiht. Guck mal, so sieht sie denn aus. Oh. Da ist aber noch was. Was ist das? Papier. Achso. Ja, ich bin froh. So, aber hier unten kommen wir nicht hin, ne? Das sieht aus wie ein Eierständer. So, können wir da denn irgendwas mitmachen? Nö. Nö. Okay. Die Tür also. Ach, warte mal. Ach, der alte Trick, ne? Ja, ganz genau. So. Katsching. Wie, das war die große Animation, die Tür hat sich geöffnet. Ich bin so froh, dass wir das sehen konnten. I'm afraid there is no escape, unless I find a way to fly away. Okay. Gibt's hier eigentlich keine Sammelobjekte mehr? Sieht nicht so aus, ne? Ein Knopf fehlt. Ja, und die Vase dahinter sieht verdächtig nach Sammelobjekt aus. Die Weinreben versperren die Arkade. Das ist, warum ist, guck mal, auch das sieht verdächtig nach Sammelobjekt aus, ne? Warum gibt's das nicht mehr? Na, warte mal. So, so und so. Juhu! Das nehme ich mit. Danke sehr, das nehme ich mit.
Eine nützliche Anleitung. Okay, Drachen kann man durch Musik herbeirufen. Dazu braucht man aber eine zweite Tröte und natürlich den Blasebalg. Alles klar. Was haben wir hier? Eine Kiste, die wir nicht mitnehmen können. Schön. Ja, freut mich. Nee. Was? Ich kann ihn nicht anheben? Ach so, das ist nur die Harfe. Oh, Alter. Okay, Farbpulver. Nee? Ja, mehr Blau. Na, sowas. Sehr fein, das. Geheimzimmer. Der Geheimraum. Was hat Nisul hier gelagert? Wir nehmen erstmal die mit. Erleuchten müssen wir uns an anderer Stelle. Was ist das? Eine Lampenbefestigung. Und die ist wahrscheinlich ganz schön stabil. Okay. Oh, warte mal. Hier können wir uns jetzt durchschnibbeln. Mit der kleinen Papierschere. Kein Thema. Und die Reben haben wir auch. Und hier können wir uns Feuerjungen holen. Yay! Gefunden eine Fackel. Und das Öl tropft und der Boden ist rutschig. Und die Fackel brennt trotzdem noch. Und hier haben wir es. Müssen wir aber erst abketten. Na gut. Okay. Ja, ist gut. Wir gehen erstmal in diesen Geheimraum. Yeah. Oh, Tessa. Er hat sie wirklich gemocht, ne? Ist ja schon irgendwie süß, ne? So, 10 Hornstücke. Was? Wie sieht das aus? So? Okay. Ah, da wird es zusammengesetzt. Okay. Ja, ist gut. Hier ist Platz für ein Symbol. Das. Hier können wir irgendwas mitmachen. Da oben dran? Nee. Ja. Nee. Auch nicht. Gut. Ja. Wie kommt das? Doch, da war ich drin. Jetzt funktioniert es. Aha. Ich war wohl nicht richtig genug, doll genug drauf. So, das Symbol kommt dahin. Und dann haben wir sie. Jawohl. Hörnchen. Danke sehr. Was ist da? Was ist da, dass so drauf hingewiesen wird? Klick, klick. Die Seiten sind gut befestigt. Aber wir haben ja eine trusty Schere. Ja, kein Ding. So, Seite. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Was wir hier alles einsammeln können, ey. Und das nehmen wir auch noch mit. Klasse. So, warum ist da... Okay, das nehmen wir auch mit. Ein Sattel. Oh, ein Zettel. Süß. Ja, alles klar. So, was haben wir da hier? Mit gestimmten Seiten und einem Notenblatt in der Hand wird es Karten spielen und mit dir sprechen. Ah, ich muss wissen, was er noch braucht. Wie jetzt? Wie jetzt? Stück der Karte. Können wir es einfach ausschneiden? Nö. Skats Bein. Ist schon ein bisschen eklig. Okay, nee, ist aber... Weiß ich nicht. Ich muss wissen, was er noch braucht. Ja, den Bleistift sind wir... Die ist scheint losgeworden, ne? Ja, schade. Okay, was haben wir denn hier? Ah, oh, wieder eine Menge Zeugs. Was? Okay, Rot. Das möchte ich zum Metall zum Schmelzen bringt. Säure. Rot, Türkis, Lila. Okay. Nee, halt, warte mal. Rot. Nichts geschieht. Was denn? Erst da reinschütten. Erst da reinschütten. Ich halte mich besser an die Anleitung. Was? Wieso? Aber es ist doch rot, oder nicht? Hä? Hä? So, was? Okay. Dann der hier. Okay, und dann der. Ja, na gut. Ist es fertig? Ist noch nicht fertig. Warum nicht? Ich hätte mir bisher im Willen. Lalalala. Wenn ich das Zeichen sehe, möchte ich es nicht mit bloßen Händen anfassen. Aber, ach so, uns fehlt noch die grüne Flüssigkeit. Das ist jetzt tragisch. Und ich kann es nicht so anfassen. Ich könnte es einfach wegkloppen. Das geht aber nicht. Uns fehlt noch irgendwie ein Handschuh oder so. Oder so, ne? Na gut, uns fehlt noch ein Handschuh. Hast du einen Handschuh dabei? Hast du. Das freut mich sehr. Na, guck. So, tada, okay. Aber das mag ich jetzt so anfassen. Alles klar. Natürlich.
Und das hat er Mütze genannt. Ey, gebt euch ein bisschen mehr Mühe bei der Übersetzung, bitte. Meine liebste Tessa, für dich habe ich mein Bestes gegeben. Oh. Das ist schon in Ordnung. Medaille, Säure, Flicken. Säure? Nee, Flicken hier drauf? Auch nicht. Hm. Oh, bleibt einiges hier übrig, ne? Na schön. Okay, wir gehen mal wieder raus. Hm, hier ist... Ist das das runde Ding? Es ist. Sehr gut. Das und das. Wunderbar. Nadel und Faden. Und ein Knopf. Oh, warte. Immerhin den Knopf. Der kommt hier vorne rein. So, und jetzt? Oh. Oh, okay. Halt, ist richtig. Ja. Yeah. Der Blasebalg ist aber im Eimer. Was? Ich muss erst noch das Ding mitnehmen. Kann ich nicht? Kann ich doch. Da, 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 da. Nichts geschieht. Ich muss natürlich erst die Flicken da drauflegen. Ist ja klar. Zup, 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 zup. Juhu, ein voll funktionstüchtiger Dings. So, du kommst doch, kann ich noch nicht, bevor die Mundharmonika nicht frei ist. Mhm. Na nun, verdächtig. Was ist das? Das ist ein Ei, ein zerbrochenes Ei. So, und hier können wir jetzt hoffentlich... Nein, ich muss was anderes versuchen. Erst gehört die Tröte... Warum gehört die Tröte nicht da rein? An dieser rostigen Schiene... Okay, warte. Nee, wo ist die? Da ist die. Ist sie. Damit kann ich Öl anfangen. Genau. So, und ich kann... Noch was? Was denn noch? Diese Ornamente sind lose befestigt. Ja, du sagst das so, als ob mich das interessiert. Alt... interessieren müsste. Okay. Noch eine Seite, noch ein paar Seiten. So, jetzt aber L. Hervorragend. Da oben hat sich auch was geöffnet, aber ich möchte bitte, bitte, bitte endlich mal das Inventar ein bisschen aufräumen. Kaching. Juhu. Na? Hi. Ich sollte herausfinden, wo mein Ziel ist, bevor ich fliege. Können wir ihm den schon mal... Ja, du bist ein Braver, ne? So, was haben wir denn hier oben? Da haben wir erst 2 von 3 gefunden. Das ist nicht gut. Und die Mundharmonika müssen wir auch noch in Ordnung kriegen. Ich kann sie nicht anheben. Geht das denn so? Aha. Ach, du bist es, Kumpel. Hey. Hurry, gather my pieces. The dragon egg is in danger. We must act quickly. Ich weiß. Ich bin ja schon dabei, Sweetie. Das war nicht meine beste Idee. Ich muss ihn stabilisieren. Was? Das geht nicht. Achso, Scars Bein zuerst. Okay, alles klar. Und noch mehr Reben gefunden. Gut, jetzt diese da dran. Nicht da dran. Doch da dran. So. Und mit dem Stimmer festgezurrt. Jo. So, was jetzt? Wenn ich mit Skat reden möchte, muss ich ihm seine Poli... Was? Wachaufpartitur bringen. Hm, da haben wir die Wachaufpartitur. Hier, da. Nichts geschieht. Das ist ja blöd. Zerrissenes Notenblatt. Hm. Okay, so, warte mal. Hier, hier, alles klar. So, bringe das wieder in Ordnung, ne? Toll. Können wir es drehen? Wir können es zum Glück nicht drehen. Das ist sehr beruhigend. Also da irgendwie. Du so hier so? Nee, nicht so. Okay, du kommst da oben in die Ecke. In die Ecke. Ah, es rastet ein, wenn es fertig ist. Das ist gut. Okay, also da irgendwie. Du kommst hier irgendwie so hin. Du kommst irgendwo. Ja, 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 ja. Ich bin ja gleich so weit. Ich mache hier noch ein bisschen rum. Du hier so, du da so. Du irgendwo in die Ecke, genau. Du mehr so hier irgendwo, hier so, nicht? Nicht? Na gut, dann nicht. Aber da ist doch auch noch ein unteres Stück. Hier, guck mal. Und dann kommst du daran. Perfekt. Super. Du dahin. Cool.
dorthin und hierhin und dahin. Ja. Da haben wir's. Jawohl, da sieht er viel schauriger aus als auf dem... Oh, Notenblatt. Sehr gut. Da sieht er viel schauriger aus. Warte mal, hier ist ja gar nicht mehr so viel zu tun. Also, mit anderen Worten, gar nichts. So, hier, guck mal, was ich da für dich habe. The man who stole the dragon egg wants to take advantage of Princess Lillian's passing and use it to take control of the kingdom. He must be headed to the hatchling grounds. Nizul knew that place well. I don't know its exact location, but this might help. Was denn? Stück der Karte? Ja, ausgezeichnet. Vielen Dank für die Blumen. So, da haben wir es. Eine Karte. So, Sweetie. Okay, was muss ich machen? Wahrscheinlich wieder alle überspringen, ne? Ja, das ist easy. Okay. Nee, ist es nämlich nicht. Fuck. Ich hab's schon verrissen. Wo geht's hier zurück? Gibt's hier ein... Jawohl. So muss ich das machen. Sprach, das ist easy und hat's schon verrissen. Super. Beim ersten Versuch. Geil. So, 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 so. Und da. Okay. Katsching. Da ist er. Er darf mich nicht sehen, bis ich weiß, wie ich verhindern kann, dass er das Ei ausbrütet. Okay. Finde Weg hinaus. Jawohl, das nehme ich mit. So, mal gucken, was können wir denn hier machen? Da können wir nicht dran. Den Arm können wir mitnehmen. Die Tulpe nehmen wir mit. Was ist das für ein Gegenstand? Er ist völlig zugewachsen. Warte mal, wir haben doch das hier. Okay. Artus? Nein. Okay. Hole dir das Schwert. Sicher, sofort. Ich nehme nur eben das Ruder mit. Was? Was? Okay, ich kann es kaum bewegen. Hä? Was soll ich denn damit machen? Die Bretter sind lose. Aha. Warte mal, und hier ist auch noch irgendwas dran. Der Arm könnte mir dabei behilflich sein, reinzukommen. Ja, klar. Wieso nicht? Katsching. Natürlich. So, hol dir das Schwert. Im Griff kann ich es aber nicht entfernen. Das nehmen wir mit. Hier ist sonst nichts. Da oben ist noch was. Ich muss an die Äste kommen. Sie könnten der einzige Weg in den Tempel sein. Du hast noch gar nicht richtig nachgeguckt. Doch. Guck mal, hier ist doch auch noch was. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Hervorragend. So, und hier sieht aus wie eine Leiter. Leider ohne Sprossen. Ja, komm, aber da kannst du doch drüber wandern, oder nicht? Kette mit Zahnanhänger, Dietrich. Juwel und Tuch. Warte mal, Tuch? Nee. Dietrich. Was ist hier? Das Wasser ist schmutzig. Nein. Und wir können die Blume da auch nicht einpflanzen. Natürlich. Kette mit Zahnanhänger. Ah ja. Und plötzlich geht es doch zu improvisieren, ne? Bretter haben wir, jawohl. Aber was mache ich denn hiermit? Das Wasser ist... Nichts geschieht. Hä? Okay. Ja, heben wir uns für später auf. So, Bretter. Die müssen aber doch bestimmt noch befestigt werden, ne? Nein, müssen sie nicht. Tempelgalerie. Na dann, nix wie rein. It looks like he's already working on the ritual. I have to make sure I'm one step ahead of him. Was war denn das? Du bist in den Tempel gelangt, geschickter Kletterer. Ich weiß. Was war denn das da eben für eine Geräuschkulisse? War ja merkwürdig. So, was haben wir hier? Ein Töpfchen, natürlich. Der Deckel scheint zu fehlen. Da scheinen mehrere Deckel zu fehlen. Okay, Glasvase. Hier haben wir auch noch irgendwas. Aha, da haben wir Nummer 1. Sehr gewalttätig, wenn ich das so richtig sehe. Was für eine merkwürdige Form, was gehört da hinein? Der Dietrich. Nein, mit dem Dietrich können wir hier gar nichts machen.
So, und hier vorne, da ist noch etwas. Ja, cool. Ein Schloss, das wir hoffentlich aufknüpfen können. Jo. Hm. Okay. Zuerst den da, dann den da. Dann den hier. Den da, den da, den da. Hammer's. Yay! Das sieht aus wie eine Art Pflanzgefäß. Da kommt die Blume hinein. Nee, noch nicht. Wieso, was denn für, wieso, hä? Wieso Pflanzgefäß? Und wenn wir das hier machen, unterstützen wir ihn nicht dabei, was er da unten treibt? So, Moment mal. Wasser sollten wir holen können, ne? Immerhin. Schmutziges Wasser. Und da liegt was drin. Was leuchtet denn da unten? Na, guck mal. Hallo. Ein Kryptastein. Sehr gut. Aber da kommen wir immer noch nicht ran. Hm. Na gut. So, bringen wir erstmal diese drei Steine hier hin. Mhm. Und da wird gewimmelt. Sehr gut. Griff. Was? Ich weiß noch nicht, was zu tun ist, deswegen. Das zählt als Griff. Ach so, alles, was da irgendwie reinkommt. Okay. So, zuppel, zuppel. Da, da, da. Du hier. Hast du da auch was mit zu tun? Nee. Du. Du. Was Rundes da. Okay. Hier gehört noch eine Sonne hinein. Da haben wir einen Teil, brauchen wir noch so einen Halbmond. Ja. Wieso eigentlich nicht? Halbmondi? Hältst du es in der Hand? Nee, aber hier oben am Kopf. Ah, sieh an. So, und damit haben wir den Griff. Jawohl, für das Schwert. Hey. Oh, nee, shit. Jetzt steht er mit dem Rücken zur Tür. Ich sollte mir die Chance nicht entgehen lassen. Was? Wieso? Was denn? Mist, ich habe zu früh auch weitergeklickt, ne? Wieso war das nicht meine beste Idee? Ohne Griff kann ich den... Ja, hier, bitte. Da ist der Griff. Hm. Will es nicht. Na schön. Aber was denn? Wasser hier hinein? Nee, zuerst will ich diesen Topf düngen. Wieso das denn? Die Reihenfolge spielt ja doch überhaupt keine Rolle. Ich muss wissen, wie der Tormechanismus funktioniert. Ach so, weil der Griff nämlich hier reingehört und gar nichts ans Schwert. Hahaha. Okay, so, ein Entwirre-Dings, ne? Jo, dann machen wir mal so und so und so. Lieber so. Okay. Jetzt haben wir einen erleuchteten Griff gefunden. Oh, das hat er auch überhaupt nicht gehört. Das hat er gar nicht mitgekriegt. Ach was. So, kann ich denn jetzt den Griff daran stöpseln? Immer noch nicht. Ich habe alles versucht. Ich muss sehr leise sein. Ja, das Tor hat, war da. Nee, das Tor hat... Ach. Das Tor doch nicht. So, hier... Was, diese kleinen Stifte daran könnten als Clips dienen? Für Wasser? Nee, nicht für Wasser. Okay, damit kann ich das Wasser filtern. Das ist gut. Hm. Okay. Die Pflanzen blühen auf, wenn der nach oben strömt. Können wir denn hier noch was machen? Ja. Das ist doch Dünger, ne? Das ist garantiert Dünger. Wir sehen uns noch weiter um. Okay, hier gehört der Griff hinein. Aha. Okay, so, kann ich schon was machen? Nee. Ein Hohlraum. Ach, wir brauchen erst die drei Steine, ne? Ja. So. Der Prozess des Schlüpfens hat bereits begonnen. Psst, er darf mich nicht hören. Er darf mich nicht hören. Na gut. Was ist passiert? Ich hab's nicht gesehen. Mist. Da, doch, hier. Oh. Ein Ast. Natürlich, damit pieksen wir ihn gleich.
So, wenn du jetzt da reinkommst, okay, und du da drauf. Oh. Nicht den Dampf umleite. Was? Was jetzt? Was? Okay. Mit dem Ast? Nee, doch mit dem Ast. Natürlich. Ganz bestimmt. Ganz sicher. So, und jetzt da unten ran, ne? Woran? Daran. So, zack. Damit ist der Griff aufgewertet. Was soll ich tun? Bewege die Scheiben an den richtigen Platz. Ja, ist gut, ist gut. Du dahin, du dorthin. Du hierhin. Du dahin, okay. Du dahin. Du dorthin. So, und nü. Könnte sein, ne? Ja, weiß ich nicht, weiß ich nicht. So, doch, weiß ich. Aha, so, ein mehrfach gelevelter Griff. Cool. Und jetzt die Artus-Geschichte. Yay, Objekt geschwunden. Du hast das Schwert wiederhergestellt. Effiziente Ausbesserer. Oh oh. The one who hatches the egg controls the mother dragon. I'll never let that power fall into your hands. Na, jetzt einmal nicht so. Wir sind doch total lieb. Was? Was? Nee, was muss ich tun? Wähle die Elementmagie aus deinem Inventar, die der Kraft des bösen Wesens entgegengesetzt ist. Erde? Dann ist das hier wahrscheinlich Wasser, ne? Ist es nicht? Wasser? Oh, warte mal. Wasser wäre Feuer. Feuer. Nochmal Wasser. Feuer. Ist das richtig, was ich hier tue? Ich habe keine Ahnung. Ja, ist es. Yay! Dovi ist verschwunden. Der Drachenreiter ist besiegt. So, aber jetzt was machen wir mit dem Ei? Oh, warte mal. Du gehörst erstmal hier hin. Genau. So, beende das Ritual. No. No. Habe ich schon mal gesagt? You didn't just save me, but the buried kingdom as well. You're a true friend. Ich weiß. Oh, habe ich schon mal gesagt, dass ich Drachen mag? Ich finde die echt putzig. Ich finde die voll cool. Gut, wer mag Drachen nicht? Hey Leute, das war der letzte Teil von der Geheimen Bund 8. Och, Menno. Ja, mehr habe ich im Moment nicht. Wir probieren erstmal wieder was anderes, aber... Ich hoffe, dass die mehr hergestellt haben von Sunward Games. Ne? Da google ich gleich mal nach. Da wird sicherlich was geben. Das hier sind die wunderbaren Menschen, die dieses Spiel ermöglicht haben. Und Leute, das habt ihr klasse gemacht. Finde ich gut. Es wiederholen sich zwar so ein paar Teile, so ein paar Spiele, ne? Minigames und so. Ja, doch, ist schon recht ähnlich dem, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Und auch dem vom vorletzten Mal. Aber das macht ja nichts. Das sind solche Sachen, naja, das ist eben das, was man so von Wimmelbildspielen erwartet. Ne? So diese kleinen Dinger und la 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 la. Weißt du schon. Ja, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass ihr dieser Folge hier auch gefolgt seid. Das war jetzt übertrieben, ne? Nun, also, dass ihr dieser Serie hier gefolgt seid. Wunderbar, sehr schön, freut mich sehr. Und es würde mich noch mehr freuen, haha, Spoiler, wenn ihr auch in der nächsten Folge, in dem nächsten Let's Play wieder dabei wärt. Also, nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund und habt Spaß bei allem, was ihr tut. Macht es gut. Tschüss.